alles Orientation. Nein, nein, der Ist Satrap fiel er nach. alles sein Namen? Gehört das zu den gefallenen Engeln oder Nein, ist der Korinth das Satrap fiel alles er. so? Der hat viele nach. Ja, der hat viele nach. Ja, so. Genau. Ja. Okay, mein Bester. Und das ist Ja. bei denen so, aber bei denen gibt es auch so eine Strömung von verschiedenen. Also es ist eine Sekte, die sind so anerkannt, habe ich so gelesen, und weiß ich das, dass sie sich eine Religion ist. Aber bei denen habe ich so auch gemerkt, dass es bei, also so verstanden, dass bei denen, die das glauben einmal, das aber es sind verschiedene bei denen, einmal so Zeugen Jehovas, die in deren, bei denen heißt das so, keine Ahnung, Gemeinde, die nennen sich religiös Gemeinde, wo ich wohne, und da wo ich wohne, und einmal sind so eine Gemeinde, wo die Deutsch sprechen, nicht Italienisch, sondern Weiß, was du meinst. Serbisch. Die Und sind da so, katastrophal, ja. ja, und die glauben das, das waren jetzt Leute, das war ein altes Ehepaar, war das. Die haben da deren Zeugen Jehova, irgendwas verteilt und da geblieben, und dann hätten die mit ihm gesprochen, irgendwie sowas wie Prospekte, sowas. Und dann gibt es ja auch noch andere, die auch Zeugen, aber so wie ich das einschätze, sind das Unitarier, die machen eine Reihenfolge, die denken, dass er nur der Sohn ist, dass er so ein Nee, Sohn die ist, der sagen, die sind Vater verschieden, ist, die und dass Zahlen, genau. eine Kraft ist, die machen eine Reihenfolge. Was Isa, soll mein ich da Bester. machen? Ja? Isa, ja, die sind alle verschieden und sind katastrophal. Aber was ist deine Frage? Was ich da sagen könnte, wenn man, was soll man in diesem Fall machen, wenn man ein, zum Beispiel zum Beispiel, die haben eine neue Übersetzung, von einer Übersetzung von der Bibel, eine eigene Übersetzung. Ja. Ich glaube, wie ich so verstanden habe, die nehmen nur ihre Bibel an, die nehmen nicht das Evangelium an. Also, Ja, einfach Jesaja die sagen, oh, 44,6 zeigen, Offenbarung hier, 1, Jesaja 44,6 bei denen zeigen und Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, 18 zeigen und schon ist vorbei mit denen. ja, aber die sagen, es ist der, also, Ja, was kann einmal man da das zeigen und machen, dann wenn ist man vorbei einen mit denen. nach, ja, aber die sagen, es ist der, also, Ja, was kann einmal man da das zeigen und machen, dann wenn ist man vorbei einen mit denen. nach, wenn man zum Beispiel Isa, einen mein Betrieb Bester, hat mein in der Bester, ich habe dich Familie? verstanden. Isa, ich habe dich Ja. verstanden. Einfach das zeigen, dann ist fertig. Und Aber wenn du die musst das jetzt auf nicht andere schauen. annehmen? Isa, schau auf dich. Ja, ich weiß, aber was soll ich ja machen, wenn man, weil ihr gesagt habt, Du also kannst doch wichtig nicht ist, man soll evangelisieren, ja wenn du nicht noch als nicht Christ Christen, bist. ne? Ja? Isa, schau erst auf dich, nicht auf die anderen. Oh, okay. Erst auf dich, mein Bester. Okay, mein Bester, dann tue ich dich runter, ja? Ja, ich seh euch weiter, ja. Passt auf euch auf. Für Gottes Segen. Ja. So, meine Lieben, ich beende jetzt den Stream. Alle bitte folgen. Den Brüdern bitte folgen. Ja, wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, dann entscheidet euch für den Herrn Jesus. Wenn ihr noch unsicher seid, dann sucht den Herrn Jesus. Frag Gott, wer bist du? Was ist der Weg? Was ist die Wahrheit? Fragen kostet nichts. Und wenn ihr wisst, wer er ist, dann macht heute die Wiedergeburt. Das kann ich euch alle in Herzen legen. Gott segne euch. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen. Hol den nächsten, Bruder. Hol den nächsten. Ich hole next one. Next. 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 Laser, wenn du hier bist und ich weiß, dass du hier bist, schick mal eine schöne Anfrage. Du hast es mir versprochen. Wieder Laser. nicht. Einen schönen guten Abend. Ja, Gottes Segen, mein Bester. Ich habe eine Frage. Ja. Wie konnte Gott sterben? Wenn er Mensch wird. Und Mensch ist gestorben, Gott ist nicht gestorben. Aber kann jemand Gott töten? Nein, niemand kann Gott töten. Aber wenn Gott Mensch wird, kann jemand sein Fleisch töten. Aber war Jesus auf der Welt ein Mensch oder war der über ein Menschen? Der war 100% Gott, 100% Mensch. Also haben sie einen Gott getötet? Die haben einen Dem Menschen Geist getötet. nach war Aber er, was? dem Geist nach war er 100% Gott, dem Fleisch nach war er 100% Mensch. Sie haben das Fleisch getötet, Mann. Okay, habe ich eine Frage, aber Jesus hat doch Wunder gemacht, oder nicht?
aus seinem Fleisch, aus seinen Händen, aus der Haut eines Menschen. Weil er Zugriff hat auf die göttliche Natur und sie auch dann nutzt in dem Fall, weil er als 100% Gott ist, aber er hielt es nicht fest wie ein Raub und hat nur begrenzt alles dann gemacht, weil er das alles erfüllen wollte, wie es in Prophezeiungen steht. Ein begrenzter Mensch, der auch sterben wird, weil durch seinen Tod haben wir Frieden gefunden, denn Gott machte Frieden mit sich selbst durch ein Schlachtopfer. Und welchen Frieden? Ganz, ich habe noch eine Frage dazu, welchen Frieden haben wir gefunden? Warum musste denn Isa als von einer Jungfrau geboren werden? Was ist die Hikma dahinter? Sag du es mir. Du bist doch der Moslem. Wir haben eine andere Weise. Ich bin kein Moslem. Ich habe einfach nur gefragt, weil ich die Sache nicht verstehe. Ich persönlich glaube nicht, deswegen frage ich euch. Ja, was bist du denn? Gar nichts. Es ergibt keinen Sinn. Ich frage mich, wie ein Mensch Gott beten kann. Okay, wer ist Mohammed für dich? Wie bitte? Wer ist Mohammed für dich, wenn du kein Moslem bist? Ich denke mal auch ein Gesandter, so wie die Leute sagen. Du denkst mal auch ein Gesandter. Ist er jetzt ein Prophet Gottes oder was ist der? Da er eine Weltreligion vertritt und er bei der Weltreligion ein Prophet ist, gehe ich mal davon aus, dass er einer war, laut der Religion von denen. Ganz einfach. Von denen. Ah, okay, alles klar. Ist ja bei euch auch so. Dasselbe, wenn du sagen würdest, ja, glaubst du, dass Jesus ein Prophet ist, wenn es in euren Büchern so steht, dann vielleicht ist es ja so. Aber vielleicht schämst du dich gerade und versuchst ein bisschen so wie so eine Schlange dich da rauszuwinden. Nee, ich habe mich nur gefragt, wie man Gott töten kann, weil die Sache ergibt keinen Sinn. Der Bruder hat dir das doch beantwortet. Aber der Bro geht davon aus, dass dadurch, glaube ich, alle Sünden, alles Schlechte weggegangen ist, ne? Ja, aber was ist denn Schlachtopfer gewesen? Kennst du das? Wie bitte? Kennst du Schlachtopfer, Brandopfer? Ja. Ja, machen beispielsweise Muslime nicht Opferfest? Ja. Ja, was haben die da geschlachtet? Ich glaube Schafe, oder? Schafe. Ah, okay. Und weswegen? Ja. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie Schafe geschlachtet haben. Weswegen? Wir wissen ja, dass Abraham und Isaac, Vater, der seinen Sohn hergibt. Kennst du die Geschichte schon mal? Irgendwo mal gehört? Nur nebenbei. Nee, leider nicht. Der folgt nur Islamseiten, der Typ. Guck dir das mal an, der sagt, der ist kein Moslem. Schau dir das mal an. Es interessiert mich. Man darf ja sein Interesse wecken. Du kannst ja nicht einfach nur. Du musst über den Tellerrand schauen. Dann gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Also, Vater, der seinen Sohn opfert, das kennen wir schon bei den Herrn Jesus Christus. Vater, Trinität, der seinen eingeborenen Sohn hergibt. Jetzt gehen wir weiter. Abraham sollte seinen Sohn opfern. Was ist dann passiert? Es funktionierte nicht, weil es nur eine Probestellung war. Also, er wurde aufgehalten. Was sollte er stattdessen opfern, der Abraham? Ja, was? Ein Schaf. Ja. Ja, hinter ihm war dann ein Schaf an diesem Berg, wo was geopfert werden sollte. Und dieser Schaf war ja mit den ganzen, ich sag jetzt mal, Bäume, Äste und so weiter jetzt verschleiert, dass er nicht raus konnte. Und er war da gebracht für Schlachtung. Und dann wurde er geschlachtet. Die Weisheit, der dahinter ist, ist ja der Vater, der seinen eingeborenen Sohn hergibt, der Jesus, der sich als Lamm Gottes sogar, das ist ein Name, ein Ehrentitel, ja, hat, und dann sehen wir ganz deutlich, die Schlachtopfer waren schon immer da. Nicht nur umsonst haben doch die Juden immer Brandopfer, Speiseopfer, Brandopfer alles getätigt, wegen 2. Mose, 3. Mose, wegen der Sünden der Menschen. Jemand muss deine Sünden bezahlen, das nennt sich Gerechtigkeit. Und dann kriegst du auch, wenn du bereust, natürlich auch Barmherzigkeit. Also Juden machen das richtig, die Christen machen das richtig und die Muslime haben aufgehört. Die machen nur einmal ihr Opfer fest, das war's. Und was erwartest du, was sie machen? Also, was erwartest du denn? Den Herrn Jesus annehmen, das erwarte ich. Dass sie ein bisschen nachdenkt und einfach nur lesen tut. Aber wie kann das sein, dass die Juden alles richtig machen, die Christen alles richtig machen und auf einmal machen die Muslime eine ganz andere Message? Ja, Bro, Richtigkeit ist halt immer so eine Frage, ne? Das ist immer eine Ansichtssache. Was ist für jemanden richtig? Ja, aber fällt dir denn nicht die Symbolik dahinter auf, wenn zum Beispiel Abraham seinen Sohn durch Gottes Gebot umlegen wollte? Verstehst du die Weisheit dahinter? Oder hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum das überhaupt ist, die Symbolik dahinter, dass der Vater den Sohn opfert? Ja, aber das gab es schon öfter. Also, weißt du, was ich meine? Ich danke dir. Alles gut. Ich habe nur gefragt, wie gesagt. Hat mich nur interessiert, aber... Ich danke dir auch. So. Dann gehe ich ja lieber trainieren, ehrlich. Das gab es halt überall. Guck dir der das hört mal, ja gar nicht zu. Unsinn. Unglaublich. Ich mal so ein bisschen zwischendurch, ja, also nicht von, ne? Ja, kein Problem. Guck ich mal den nächsten rein. Ja, meine lieben Muslime, ihr müsst nachdenken, ihr müsst nachforschen.
Wenn ihr nicht denkt, so werdet ihr in eurem Mangel einer Erkenntnis zugrunde gehen. Hallo. Gottes Segen. Was liegt auf dein Herz? Nichts. Sehr schön. Ich wollte einfach so noch du schickst eine Anfrage einfach so. Ja, ja. Ja, dann schon. Ja, so kein Problem. Dann verschwende nicht meine Zeit. In Gottes Segen, dann nicht. Die nächste bitte. Next. Next one. Nimm mal eine X, das ist der Wahnsinn, schickt eine Anfrage jetzt oben. Das ist so wie McDrive. X-Drive. X-Drive, nicht McDrive. X-Drive. X. Ihre Bestellung bitte. Was haben Sie bestellt? Einmal Markus 1332. Einmal Markus 1332 bitte. Stark. Immer ein schöner Bibelvers, ein schöner Walzer dahinter. Wer ist denn jetzt hier? Bitte, hallo? Enzo. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich wollte nur sagen, Jesus Christus ist Gott. Amen. Ja, Amen. Amen. Das war's? Ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Der Herr segne dich. Ja, auch. So. Ja, immer was Schönes. Ne? Der Herr Jesus Christus ist der allmächtige Gott, ne? Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der sich als drei präsentieren tut. Der Sohn davon wurde Mensch und starb für uns, damit wir Frieden bekommen. Denn wir müssten das alte Gesetz befreit sein, weil wir das Gesetz nicht halten konnten. Deswegen gab es ja Brandopfer, Speiseopfer und so weiter. Weil wir es nicht schaffen, das ist schon die Gerechtigkeit gewesen. Sühnung nennt sich das sogar im Alten Testament. Ja, und wir haben die vollkommene Sühnung mit dem Herrn Jesus. Unfassbar. Hey. Die kriegt von da, von ihrer Mutter jetzt angeschrien. Die wird von Mutter angeschrien, von dir, dann von mir. Von allen Seiten. Vlado, bitte. Danke, Vlado. Hä, machen die alle aus Versehen, oder? Ist ja ganz komisch. Meistens so. Einer schreit, Ami, wir sehen dich. Ja, sehr schön, er sieht dich nicht. Ami, wir sehen dich. Du bist ein... Oder shaky. Ah. Der nächste, bitte. Ey, die schicken ja Anfragen für gar nichts, die Menschen. Wollen wir den... An den ganzen Chat, schöne Frage an euch. Chat. Was ist älter, die Bibel oder der Koran? Damit die Muslime ein schönes Statement jetzt bekommen. Was ist älter, die Bibel oder der Koran? Schreibt es alle rein, Bibel oder Koran? Bibel oder Koran? Bibel oder Koran? Die Bibel. Seht ihr das mal, die Muslime? Seht ihr das? Warnt uns. Ibn Ghassir ist älter. An den ganzen Chat, warnt uns. Ibn Ghassir ist der Heftigste. Abu Hurairah hat Legendenstatus. Abu Hurairah hat auch einen guten Status, genau. So, und dann nochmal an die ganzen Leute im Chat. Warnt die Bibel uns vor den Koran? Ja oder nein? Ja. Und alle, die wissen, welche Bibelstelle, schreibt dann auch die Bibelstelle sogar rein. Wo die Bibel uns noch warnt vor den Koran. Damit die Muslime ein schönes Statement hier sehen. Dann der nächste, bitte. Da seht ihr es, Galater 1,8, ja, Galater 1,8. Da seht ihr es. Seht ihr, meine Lieben? So, meine lieben Muslime, jetzt frage ich nochmal den ganzen Chat. Wurde Mohammed prophezeit? Gibt es ein älteres Manuskript, was älter als die Bibel ist und ihm prophezeit? Ja oder nein in den Chat? Und so schnell klärt man das. Ob der Islam die Wahrheit ist oder nicht. So schnell klärt man das. Ah. Und fertig. Islam ist Geschichte. Jeder hat es kapiert. Bibel, etwas Koran. Bibel warnt mich vor dem Koran. Mohammed wurde nie prophezeit. Also warum soll ich auf den Islam hören? Warum?
Es gibt keinen Grund dafür, ne? Mohammed ist absolut kein Prophet. Der Koran widerspricht komplett der Bibel und der Historizität. Also muss man ihn schon von dieser Perspektive aus ablehnen. Ja. Nur anhand reiner Fakten in 10 Sekunden erledigt. Unglaublich. Unbelievable. Ey, die haben alle keine Leitung, das ist ja Wahnsinn. So schnell habt ihr es gesehen, meine lieben Muslime. Jetzt müsst ihr anfangen nachzudenken. Selbst der Isam Bayam, wo ich mit ihm debattiert habe, der kommt mir nicht mal Antwort stehen. Er sagt so, ja klar, niemand hat Koran oder Mohammed prophezeit, ist okay. Der hat das akzeptiert. Unfassbar. Dass sie noch immer dran glauben, ne? Na klar, die müssen daran glauben, die sind ja diese... Να μιλήσει η Μαρία με σένα και να σου πει αυτό το. Νίκολα. Και αυτό. Κλείσε. 1000% του είπα το βράδυ. Το μιλήσαμε το βράδυ. 1000% το μιλήσαμε το βράδυ. Ομάν. Τάνκτια. 1000% το μιλήσαμε. Wie kann man so schnell aus Versehen noch Dings drücken, ey? Ey, aber jeder einzelne von denen. Gehen wir den nächsten Satz. Gottes Segen, meine lieben Geschwister. Gottes Segen, was liegt dir auf dein Herz? Frage: Wir haben einmal Mohammed a.s., der mit Engel Gabriel labert hin und her. Die anderen Propheten, Abraham und Isa und so, hatten die auch Gabriel gebraucht oder konnte Allah direkt mit ihnen sprechen? Gott hat direkt mit ihnen gesprochen. Warum nicht mit Mohammed? Weil Mohammed ein falscher Prophet ist. Weil er sich das eventuell eingebildet hat, oder? Ja, genau. Ganz genau. Das müssen sich die Muslime mal fragen. Sehr schön. Ne? Sehr gut. Jungs, ich wünsche euch Gottes Segen. Baba, weiter so, ja? Gottes Segen. Gottes Segen. Sehr schön, hat er gut erkannt. Sehr gut erkannt. Reza B., jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt kannst du hochkommen. Jetzt kannst du dich nicht verstecken, Reza B. Alle reinschreiben, Reza hoch. Alle reinschreiben, meine Lieben. Alle reinschreiben, Reza hoch. Da kommt. Gottes Segen, Fratello. Segen, ihr Lieben. Fratello. Leonardo Michelangelo. Leonardo. Oh, der Hetzer ist da. Der Hetzer vom Dienst. Leser, guck mal, was ich jetzt gemacht habe. Guck mal auf die Stickers. Siehst du die Stickers im Kommentarfeld? Heftig, ne? Sticker im Kommentarfeld, wo ist das? Hier, Bibelfers, bitte nochmal kommentieren. Sticker im Kommentarfeld, wo ist das? Hier, Liebe, bitte noch. Da siehst du, jetzt können die, wenn die sowas da abschießen, können die jetzt so Stickers machen. Das ist auch heftig. Ein kleiner Gadget für den Chat. Ja, sehr schön. Haben die ein bisschen Spaß. Da ist auch eine Ikone von dir da drin, für die orthodoxen Zuhörer. Die ja. Die Ikonen zum Anbeten. Wahnsinn. Aber ich konnte das nicht kostenlos machen, leider. Das Niedrigste ist das. Das konnte ich nicht kostenlos machen, ging nicht anders. Aber ihr wisst, jedes Cent, ich nehme nicht mal 1 Cent drauf, ich tue das alles hier in Videos rein. Ich konnte das nicht kostenlos machen, leider. Ich hätte gerne kostenlos gemacht. Aber TikTok erlaubt das nicht. Sehr schön. Ist ja nur, was das, ich glaube 2 Euro oder so, ne? Ist ja nichts. Im Monat. Ist das nicht. Vivian, bitteschön. Vivian. Hallo. Du bist mit meinen Gästen. Wollen die gar nicht mehr reden, oder? Richtig. So, ich muss jetzt Vitamine zu mir nehmen. Vitamine muss ich nehmen. Ich muss meine Brot essen. Weil wenn ich meine Vitamine nicht zu mir nehme, dann werde ich nicht alle. Ich grüße euch. Grüß dich, hallo, Balkan. Hey, Bruder, wir kannten uns von damals.
aus der Düsseldorfer Zeit. Aber ich will nur was sagen. Ey, ich finde das gut, was ihr macht, und Gott segne euch. Gott segne auch dich, mein Bester. Ich hoffe, du bist von neu geboren, mein Bester. Ja, bin ich, Bro. Ja, sehr schön. Ja, ist alles gut. Dann Gottes Segen. Ich habe viele Balkanfreunde, aber die albanisch sind. Ja. Und die mir sagen, ey, du musst Muslim werden. Du hast schon den richtigen Weg gewählt, mein Bester. Dann musst du den sagen, soll ich an einen Gott glauben, der mir 72 Jungfrauen mit Schwänen und Blüten. Aber warte mal. Aber wie, ich muss Muslim werden? Sag mir mal, wie? Du sollst ja kein Muslim werden. Ja, aber die sagen das doch. Ja, ich glaube die. Dann sagst du zu denen, ich möchte nicht an deinen Hugh Hefner Gott glauben. An dein P. Diddy Gott. Ja, Mann, ja. Ja. Okay, Balkan, dann der Herr segnet dich. Also, wir sehen uns, halt, ciao. Reza, ich habe doch jetzt mit den Sticker da angemacht, ne? Konnte ich leider ja nicht kostenlos machen. Dann schreibt einer rein, der Pavlos sagt, tut ja alles hier für die Videos. 2 Wochen später siehst du auf einmal Rolex an meiner Hand. Da siehst du eine Reihe von Rolex. Wir brauchen auch viele Rolex, weil das bringt uns weiter mit Rolex. Und dann siehst du mich so in allen Nachrichten. Christlicher Missionar. Was ist der Unterschied zwischen Benny Hinn und Abdelhamid? Heftig, ne? Der hat auch so eine fette Rolex an der Hand. Und sein Nettoverdienst ist, glaube ich, $1 Million pro Jahr. Heftig. Wow. Ja. Man sieht hier so Gucci-Brille, so Rolex hier. Hanno, bitteschön. Hanno. Ja, nächste Woche Gäste. Raus. Also die Gäste sind heute irgendwie jetzt. Hi, genau, Deutsch, Timmy, bitte. Gottes Segen. Gottes Segen, was liegt auf den Herzen? Ich slide durch TikTok und sehe die ganze Zeit so richtige Christenhasser. Was könnt ihr mir dazu sagen? Wisst ihr davon mehr, was mir eigentlich abgeht? Immer Menschen, die Christen hassen, was soll man sagen? Wir brauchen Heiligen in Jesus, ne? Die sind mit Hass befüllt und wir wollen den Liebe geben. Was könnten wir denn tun, dass man denen diese Liebe zurückgibt, wo dieser, du weißt, diesen Hass jetzt schon gibt? Ja, für den Herrn Jesus könnte man mit Liebe besser für die beten. Hast du überhaupt Internet, mein Bester? Ja. Okay. Ihr kommt richtig. Lass mal, ich bin gerade am Trainieren, lass mal laufen. Da kommt der richtige Part von dir. Da haben wir so. Eins. Nein, das kommt. Und dann gleich hat einmal auch so ein Song. Du willst ein Hori? Ja, da musst du pushen. Du willst die Horis? Du willst die Jungfernhäutchen? Dann mach es richtig. Ja, dann mach. Du willst den Jenna? Praktiziersuche 911. Du willst den Jenna? Du willst den Jenna? Dann protestiere. Sprich, Shahada. Sprich die Shahada. So hat er das Gottes Segensfieber gehabt. Ich bin nur hier kurz, weil ich dir meinen Dank aussprechen möchte. Ja, durch deinen Content habe ich mich mit dem ganzen Thema Religion erst beschäftigt, ja. Und nur durch dich habe ich Gott gefunden. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, ich bin ein Haufen Müll, ne? Danke immer den Herrn Jesus. Ja, sehr schön. Hast du wirklich schön gemacht, mein Bester. Wunderbar. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid wunderbare Menschen und ihr tut ein wundervolles Werk.
Genau, ja, deshalb machen wir das auch. Genau, deshalb machen wir das auch. Also bist du jetzt schon von neun geboren, ja? Ich bin ein komplett anderer Mensch geworden. Heftig. Seht ihr, wie das funktioniert, meine Lieben? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich bin immer depressiv. Ich bin wahrscheinlich immer noch depressiv, aber alles, es ist alles so viel leichter geworden. Ich habe so viel mehr Grund, morgens aufzustehen. Es ist einfach heftig. Unglaublich. Und das habe ich nur geschafft wegen eurem TikTok-Content. Und das ist einfach richtig, richtig geil. Ja, Amen, Halleluja, sehr schön. Seht ihr das, auch das mit Depressionen? Wir beten für dich natürlich, alle für den beten, damit das leichter ein Leben hat. Aber du siehst, Stück für Stück wird sich jetzt auch immer mehr verändern und das ist auch ein Sinn des Lebens. Viele, die Menschen, die ja depressiv sind, sehen auch den Sinn des Lebens langsam nicht mehr. Und das ist ein Sinn des Lebens, weil der Sinn des Lebens ist Liebe und Liebe ist Gott und wir wollen mit Gott wandeln, eine lebendige Beziehung mit ihm haben, die Bibel lesen. Wenn ihr wüsstet, wie viele Weisheiten da drin steht, so würdet ihr sie Tag und Nacht lesen und nicht mehr aufhören. Die Bibel ist unfassbar. Die ist unfassbar. Die umarmt dich in jeglicher Art. Unfassbar. Ja, und habt vielen, vielen Dank. Ich bin euch einige schuldig. Und ich wünsche für euch und eure Familien nur das Allerbeste, was es gibt auf dieser Welt. Amen. Dir auch. Wir beten für dich, ja? Danke. Ich bete auch für euch. Amen. Sehr schön. Ja, ich nehme mal ein anderes Hintergrundbild. Ja. Ja, sehr schön, Zwiebelbart. Du bist immer ein Zwiebelbart. Ne? Ich folge dir, Zwiebelbart, ich folge dir, mein Bester. Kannst gerne immer wieder in Live reinkommen, ja? Alles klar. Gottes Vielen Dank. Gottes Segen. Alles Gute für euch. Ja, sehr schön, danke. Sehr schön, Lisa, ne? Obwohl ich so ein Haufen Müll bin, so ein Sünder bin und dann sowas. Heftig. Ja, das ist der Herr, ne? Der muntert einen auf. Einer schreibt, kannst du mal was vorsingen, Amir? Die wollen sein Gesang, nicht seine Prä, sein Gesang wollte. Ey, diese ganzen Leute. Bibelvers, schick mal bitte eine Einladung. Ich muss Leser was zeigen. Schick mal eine Einladung, Bibelvers. Leser, das muss ich dir zeigen. Ich muss was zeigen. Ah, wir machen kurz erstmal klein. Bruder Erdin. Ja. Mach einfach bitte die Musik parat. Wenn ich sage, mach an, mach dann bitte vorbei. Von Marvin Gaye. Genau, halt das so fest. Ich möchte euch allen was zeigen, meine Lieben. Nein, nicht diesen Marvin Gaye. Warte, warte, warte. Das erinnert mich an meine For You-Page, mit irgendwelchen kleinen Mücken, die auf einmal singen und ich geschlagen so, ja. So, wo ist das? Wo ist das? Guckt euch das an. Das ist das Himmelreich von Allah. Das ist eine Fatwa, meine Lieben. Die Fatwa Nummer ist 307.990. Und wir gucken jetzt, von wem die Fatwa ist. Die Fatwa ist tatsächlich von Fat al-Bari. Und er sagt im Himmelreich, jetzt kannst du gerne anmachen, Bruder Erdem, den Song, dass jeder sieht, wenn er als Märtyrer stirbt, meine Lieben, und die Sohn im Paradies rein. Ja, was denn? So jetzt. Wenn ihr im Paradies seid, ja, und als Märtyrer gestorben seid, dann geht es nicht. 100 Jungfrauen vor euch. 100 Stück, wie das Herz begehrt. Das ist ein Statement. Dann mach lauter die Musik, da muss man fühlen, da muss man fühlen. Und jetzt noch Amirs Gesicht dabei. Amir singt dabei mit dieser Stimme vom Himmel. Und ihr geht richtig ab mit Hunde. Das ist doch ein Statement. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Komm und dreht in das Himmel. Sexy Time. Murat würde jetzt sagen, es ist Sexy Time. It's Sexy Beim. Mit Sahne und Sexibo. Bitte mit Sahne. Mit Vanille. Sexibo. Mit Huri. Ja, der Olli will hoch. Das ist den Olli.
Hallo, Gottes Segen, meine Lieben. Gottes Segen. Mir ist gerade eben, als der eine eben auch oben war und meinte, auch wegen dem Engel Jibril, Folgendes in den Sinn gekommen, das wollte ich einmal mit euch teilen. Und zwar, als Gott den Menschen erschaffen hat, da hat er ihm ja den Lebensodem eingehaucht, ne? Ja. Und ja, er hat ihm den Lebensodem eingehaucht. Wir können atmen, sagen beim Atmen auch den Namen des Gottes Yahweh. Und wenn man sich jetzt dann anguckt, wie ja der Islam zustande kam und Jibril Mohammed gewürgt hat, was passiert denn beim Würgen? Man bekommt keinen Sauerstoff mehr, man bekommt keine Luft mehr. Also der Gott der Bibel haucht dem Lebensodem uns ein und die ganze Offenbarung, wie der Islam entstanden ist, ist so entstanden, dass der Jibril den Lebensodem einem wieder sozusagen rausnehmen möchte. Ja, der starke Meister. Das ist eine interessante Parallele. Ja, der stark, das muss ich bringen, ja. Und jeder Moslem sozusagen steht unter dem Einfluss von Jibril, weil ja der Satan, wissen wir ja, nimmt jedem Moslem sozusagen den Lebensodem wieder aus dem Körper und der in den ewigen Tod, ja. Sehr gut, Ali. Ja, das wollte ich einmal mit euch teilen. Ja, vielen Dank, mein Meister. Ehrlich, das ist gut. Das ist eine sehr gute Parallele. Ja, Gott segne euch, mein Lieben. Gottes Segen. Segen. Ja, sehr gut. Hat er gut erkannt. Hier, Amir, heute war einer bei mir drin und der sagt so, ja, Jibril hat nicht gewürgt. Er hat nur gepackt. Es kommt ein Engel von Seite, packt dich einfach. In der Biografie steht, er würgte mich, ja. Er wirkt. Das Wort dort wird wird übersetzt von den Muslimen als würgen. Auch das nicht nur das, in Sahih Bukhari 3 steht ja drin, er packte ihn gewaltsam. Ja, wer ist das denn? Also nimmt ihn auseinander. Yunus. Ja, wie sieht das denn aus, dass ein Engel, der einzige Engel, auf einmal kommt und den letzten Propheten dann so gewaltsam würgt? Das ist Quatsch. Teso, du wo bist ein Fried, komm mal her hier. Hallo erstmal, ich hoffe, es geht euch allen soweit ganz gut. Ja, also ich verfolge euch auf jeden Fall schon etwas länger und ich wollte eine Sache nur fragen, also mit Anstand und Respekt. Ihr seid ja alle Christen und ich bin ja überzeugt davon, dass ihr euch als die Kinder Gottes seht. Aber jetzt die Frage, ist das die Herangehensweise, wie der Herr möchte, wie man praktisch predigt, wie man praktisch etwas widerlegt? Ist das wirklich die Art und Weise, wie man das machen sollte, um die Menschen, deren Herzen zu gewinnen? Also so wie ihr das macht, zum Beispiel dieses Hintergrundbild da. Also ist das alles nicht der Wahrheit? Das ist Epheser 5, Vers 11 und 12. Aber jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt die Wahrheit ist oder nicht, unabhängig davon, okay? Aber ist das die Art und Weise, wie man die Menschen aufklärt, wie man sie gewinnt? Dann, auch wenn es wehtut, mein Bester. Weil das ist doch nicht böse gemeint. Also das ist no front, ich sag das für euch. Ich frage dich ja ganz normal, ist das nicht die Wahrheit und die Wahrheit könnte uns dann freimachen? Okay, in Hadithen steht das, okay, in Hadithen steht das, ne, mit Allahs Schienbein. Das steht in den Hadithen, das weiß ich selber. Aber Sura 68, 42. Okay, aber meine Brüder, ist das die Herangehensweise, wie wir die Menschen erreichen? Ja, natürlich. Ja, aber mit Provokationen nicht. Oder damit fördern wir Hass, das ist keine Lösung. Wie hat denn der Herr Jesus Christus mit den Pharisäern geredet? Guck mal, ihr seid alle Menschen, die wirklich etwas kritisieren, etwas hinterfragen, recherchieren und versuchen, die Menschen aufzuklären. Aber Bruder, diese Art und Weise, das ist doch nicht anzunehmen, das geht nicht. Mein lieber Jonas. Ich denke, dass meine Person schon sehr viele Menschen zum Herrn geführt hat, oder? Ja, ich weiß, du machst auch gute Aufklärungsarbeit und ich habe dich auch öfter Sachen gefragt und konntest mir das auch beantworten. Lass das doch einfach den Herrn machen. Wir können nicht die halbe Welt konvertieren, also zum Herrn führen. Das ist Quatsch. Wenn der eine oder andere sich hier interessiert für den Herrn Jesus Christus und dass wir ihm alles klarstellen, was der Koran über die Bibel da behauptet, dann ist das doch wundervoll. Wenn auch nur eine Seele zum Herrn findet, da haben wir ja schon alles richtig gemacht. Ja, definitiv, aber sollte man nicht daran arbeiten, wie man das Ganze was macht? Du, und was für eine Art man das gestaltet? Mein Bester, Yunus, an was glaubst du? Bist du Moslem, oder? Also, ich möchte meinen Glauben hier nicht sagen, aber ich glaube daran, dass man so die Menschen nicht erreicht. Mein Bester, sag du mal, was dein Glaube ist. Nee, also ich würde meinen Glauben hier nicht offen preisgeben, aber ich sag so, dass ich liebe jeden Menschen. Ist Mohammed ein Prophet für dich? Ja. Oder ich sag nochmal mit Respekt, ich rede nicht über meinen Glauben. Ich habe gesagt, dass ich unabhängig vom Glauben spreche. Ich sage nur, dass ich jeden Menschen liebe, egal welche Religion. Und ich sage, dass ich dass das nicht als Liebe sehe. Ja, mein Bester, und ich sage dir, du kennst die Liebe nicht. Und du kannst nicht von der Liebe zeugen. Denn Gott ist Liebe. Und Gott sagt in Epheser 5, Vers 11 und 12, hab keine Gemeinschaft mit der Finsternis, sondern deck sie vielmehr auf. Und das tun wir.
Und so erreichen wir Menschen. Gerade Muslime erreichen wir sogar noch damit. Das ist auch nochmal heftig. Provokation? Mit Provokation? Provokation? Oder? Nein, das ist keine Provokation. Das ist eine Tatsache, weil wir lügen ja nicht über deren Schriften. Wenn ich lügen würde, dann könnten wir schon langsam über Provokation reden. Das ist ja wirklich Gewalt. Das hat ja wirklich ein Schienbein. Und das ist eine berechtigte Frage. Warum hat Allah ein Schienbein? Weißt du aber, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist ja... Wenn er doch behauptet, keine Schöpfung gleich zu sein, warum besitzt er ein Schienbein? Das ist ein Widerspruch. Der Unterschied ist ja, dass die Menschen ja, also viele Muslime in der Hinsicht ja unwissend sind und ihr ja wissend seid. Und deswegen solltet ihr die Menschen auf eine Art und Weise aufklären, sodass sie es auch verstehen, aber nicht mit irgendwelchen Liedern, mit irgendwelchen Bildern, weil dann empfinden die einfach nur, dann empfinden die alles nur als einen Angriff und nicht als ein sachliches Gespräch. Versteht ihr, was ich meine? Nein, aber guck mal, ich sag nur eine Sache, Gott weiß, was in euren Herzen drin steckt, aber wenn ihr wirklich gute Absichten habt, alles von Herzen Gute kommt, ja, dann bitte nicht auf diese Art und Weise. Weil ich weiß, dass jeder von euch das besser kann. Guck mal, Ex-Muslim, du hast damals Videos gemacht, wo du sehr viel aufgeklärt hast. Ich weiß, dass du es auch anders kannst, dass jeder es hier anders kann, aber nicht auf die Art und Weise. Ja, aber mein auf bester Yunus, mein lieber Yunus, ich sag's jetzt mit allem Respekt. Entschuldigung. Apostel Paulus sagt, dem Gesetzlosen bin ich geworden wie ein Gesetzloser, obwohl ich nicht gesetzlos bin. Das heißt also, wenn man den Menschen erreichen will, muss man schauen, wie kann ich ihn erreichen? Was ist das für ein Mensch? Ja? Und dann kann man eben die Evangelisation oder die Aufklärung eben auf ihn münzen, die richtige Herangehensweise. Und das ist jedem Bruder freigestellt, wie er das tut. Es gibt nicht dieses Patent. Rezept, wie man das macht. Du siehst, Amir macht mit sehr viel, mit Spaß und so weiter und erreicht am meisten von allen. Da gibt es wieder Brüder, die sind sehr, sehr ernst und erreichen fast gar nichts. Also da, du siehst, es gibt kein Patentrezept, aber Apostel Paulus sagt uns eben, dass wir frei sind, wie wir vorgehen. Amen. Aber klar, wenn du jetzt die ganze Zeit Spaß machen willst, um Spaß zu haben, dann ist es falsch. Aber wenn du die Intention hast, durch dieses Spaßige, die Menschen irgendwie zu ködern, so wie der Herr Jesus da gesagt hat, ich zeige euch, wie man Menschen fischt. Komm, du kannst nicht plump vorgehen bei den Menschen da draußen. Wenn du denn zum Beispiel hinter den Fischen hinterher springst, dann laufen die davon. Das heißt, dass du musst schon den Köder so machen, dass die Fische auch anbeißen. Von daher, wie gesagt, jeder Bruder ist freigestellt, wie er das macht. Im besten Willen, das funktioniert aber nicht so. Mein lieber Jonas, du bist nicht mal ein Christ, woher willst du das wissen? Mein Bruder, ich habe dir gesagt, dass ich meinen Glauben hier nicht sage. Ich kann mich nicht ermahnen lassen von einem Nichtchristen, das ist nicht möglich. Okay, du brauchst dich nicht ermahnen lassen. Guck mal, du brauchst dich nicht ermahnen lassen. Deine Aussage ist sowieso Nonsens. Guck mal, du weißt, was die Sache ist? Nein, guck mal, du brauchst dich ja nicht von mir ermahnen lassen. Ich sage dir nur, dass Gott das Herz von jedem Menschen. Du musst von neuem geboren werden, mein Bester. Aber so geht das nicht. Du redest nicht über deinen eigenen Glauben, aber ganz klar bist du offensichtlich ein Moslem. Warum ist er überhaupt die Bildung? Guck dich das an, ich verstehe das nicht. Ja, das sind ja die heftigsten, das ist ja kein Sinn. Die Intention, die Herzenseinstellung ist für Gott wichtig. Ein Messer, ein Beispiel, ja. Ein Messer in der Küche ist neutrales Werkzeug. Deine Intention kann aus einem Messer etwas Schlimmes machen oder etwas Gutes. Du kannst damit Brot schneiden und deine Kinder ernähren. Du kannst aber auch es missbrauchen, aber das Ding an sich ist neutral. Deine Intention gibt dem neutralen Gegenstand eine Bedeutung. Wenn du deine Intention hast, einfach nur Spaß zu machen und zu lachen, dann ist das falsch, dann ist das Sünde. Aber wenn du Intention hast, ein bisschen die Stimmung aufzulockern, sodass die Menschen langsam sich wohlfühlen und reinkommen und zuhören, dann ist das wieder erlaubt. Deswegen sagt der Apostel Paulus, dem Gesetzlosen bin ich geworden wie ein Gesetzloser, obwohl ich nicht gesetzlos bin, um ihn zu gewinnen. Ja. Ich bin alles geworden, um ihn zu gewinnen. Das heißt also, in der Hinsicht sind wir frei, unter der Führung des Heiligen Geistes so vorzugehen, wie wir das für richtig erachten. Und das kann ein bisschen spaßig sein, ein bisschen ernst sein. Wir sind frei, wir sind nicht gebunden. Ja. Amen. Ich hoffe, das hat er jetzt verstanden, aber ich glaube, der war ein bisschen einsam. Er war ein bisschen blockiert. Verstopfen Herzen. Blockiert, ja. Nur mit den Nächsten. Als wäre das nicht die Wahrheit, dass Allah wirklich den Koran rezitiert. Ja, da ist ja wirklich die Wahrheit. Da steht doch aus dem Koran, dass Allah ein Schienbein ist. Sollen wir jetzt lügen für den? Gottes Segen an alle. Gottes Segen. Ich wollte ganz kurz mal was sagen. Also der Vorredner sagte ja gerade mit der Provokation. Ich habe die Einstellung, dass wer gute Absichten hat, sich nicht provozieren lässt.
Das ist meine Einstellung dazu. Und aber sein Koran provoziert kein bisschen, ne? Guck mal, wie was das für ein Typ ist, ne? Und trotzdem, guck mal, wie die Muslime mit den Christen umgehen, ne? Schau dir das mal. Wir lachen, machen ein bisschen Spaß hier, aber richtig, schau dir das mal. So empfinde ich das auch, dass das einfach alles ein bisschen auch lustig ist. Und ich finde, ihr beide macht das ganz toll. Ich habe mir jetzt viele Streams von euch angeguckt. Ich habe da überhaupt gar nichts dran zu kritisieren. Und dann muss ich noch mal dazu sagen, dass wirklich viele Muslime immer einerseits so einen auf männlich machen und wie hart die sind und wie dieses, wie sie durchgreifen. Und hier machen sie einen voll auf Mimose mit, das ist Provokation und dann werden sie ausfallen. Entschuldigung, das hat für mich nichts mit Männlichkeit zu tun, absolut nicht. Ja, ja, mein Bester. Liegt dir noch was auf den Herz, Michael? Nein, das wollte ich nur mal eben ganz kurz sagen. Die also sind so unfair, die sind so unfair und legen das Ganze nicht dann auf ihren Koran mal aus, ne? So mit ja, den Koran mal. Ja, so ganz echt genau. Unerträglich, nein. Weil der Allah lacht uns ja mehr oder weniger aus, der Allah droht uns, der Allah verflucht uns, der Allah droht uns mit Hölle, alles, ne? Ganz ja. Genau, ganz genau. Also wie würde gesagt, dann auch ich, seinen ich, Gott sagen, Allah, ist das eine gute Vorangehensweise, wie du da mit denen redest, oder was? Meinst du, die Leute kommen dann zu dir, Allah, wenn du denen drohst und sagst, dass du die Gesichter von denen auslöschen willst und in ihr Hintern reintust? Ja, richtig, richtig. Oder dass du schlimmer sind als die Tiere. Meinst du, mit Beleidigung kommst du weiter, Allah? Siehst du? Unfair, ungerechte Menschen. Ungerechte ja, das Menschen. Ist wirklich sehr ungerecht. Stell dir mal vor, ich würde so wie Allah reden, in fast jeder Passage. Oh, ihr Muslime, ihr fährt zur Hölle. Ihr seid schlimmer wie die Tiere. Stell dir mal vor, ich würde so sagen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Nein, ich kann nur sagen, macht bitte weiter so und ich finde das ganz toll. Ich finde euch vorbildlich und macht das auch mit Humor und ich liebe auch euren Humor. Und wenn man das alles so verbittert und so verbissen sieht, schrecklich kann ich dazu nur sagen. Das macht Angst. Sowas macht wirklich Angst. Okay, mein Bester. Der Herr segne dich und deine Familie. Ich hoffe, du bist von neuem geboren, ja? Ja. Ich, okay, Gottes Segen euch. Gottes Segen. Mach's gut, ciao. Tschüss. Amir, ich muss dir nochmal einfach danken. Ne? Gott segne dich, mein Bester. Dankeschön. Du heißt auch Amir, ne? Ach so, das ist schon wieder raus. Ach so, heißt er Amir? Ja, der war letztes Mal drin, der meinte, wegen mir hat er auch zum Glauben gefunden. Nee. So viele zum Herrn geführt, das ist unglaublich, dass der Herr mir das überhaupt ermöglicht hat. Ne? Das ist heftig. Sehr schön. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, und in der nächsten. Hallo, Gott segne euch. Gottes Segen. Ami, ihr wollt ihr nur Bescheid geben, damals, wo ich auch zum Glaube stärker gekommen bin. Ich habe mir deine YouTube-Video angeschaut. Ich finde das der Hammer, wie du es machst, mit Humor und alles rüberbringst. Das ist genial. Mach genauso weiter. Du musst mich einfach nur machen. Ja, du musst einfach nur du sein und es einfach machen. Und die Leute merken doch, wenn du dich verstellst oder wenn du die Wahrheit sprichst oder wenn du authentisch bist. Das merken die Leute und die. Du catchst sie auch, verstehst du? Das ist das. Ja, also ich finde dich der Hammer, mach genauso weiter und Dankeschön, ich danke danke dir für deine Arbeit und Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Also euch alle. Ja, Gottes Segen, Gottes Segen. Ciao. Ja, sehr schön, das ist wieder ein Statement, ne? Der Bruder Reza hat schön geantwortet anhand der Bibel und dann hat der Herr Leute, Schwester, Brüder reingelassen, die auf einmal ein Statement setzen und sagen, wie Sache ist, ne? Und das ist es einfach. Die Bibel spricht sogar davon, wenn einer sogar mit Streit, sogar mit wirklichen Streit sogar predigen will, lass sie. Der Herr macht das schon mit denen. Wenn er so sehr sündigt, so wird er ihn natürlich auch züchtigen. Aber wer nicht, also wer für uns ist, ist nicht gegen uns. Also auf den Herrn Jesus bezogen mit dem Satz. Und das ist es. Lass die Menschen machen. Der Herr macht das schon. Das ist der Herr. Ich sehe aus wie Abu Bada.
Das ist der heftigste. Den habe ich mir so früher angeschaut. Ne? Der war ja gar nicht TikTok präsent. Früher habe ich ihn mir sogar angeschaut. Der Abdu'l-Bahra. Boah, wie er immer geredet hat. Ne? Also, ist Mohammed mit Aisha, die 9 Jahre alt ist, zusammen gewesen? Ja, ist er. Begründung? Mohammed hat ihn in den Traum gesehen. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn jemand den Traum sieht, dann gehört er dir. Also, wenn ich an seine Tochter träume, gehört die mir oder wie? Unfassbar. Seine Ideologie ist wirklich, ne, die heftigste. Das ist wirklich eine ganz, ganz heftige Sache. Mein Lieben, macht mir jetzt die 100k voll bei mir oben hier. Nicht bei Amir, sondern bei mir. Müsst ihr jetzt alle gemeinsam tippen. Ja, alle gemeinsam tippen und die 100k sofort voll machen. Holen wir den nächsten. Ja, guck mal. Allah hat sich von aus der, sag mal schnell, Ich kann kein Englisch. Eben was für aus dem Pferd? Schweiß. Der Allah hat sich den Pferdeschweiß. Schweiß des Pferdes erschaffen. Schau dir das mal an. Imam Suyuti sagte, als wenn Allah wollte, hat er sich selber aus dem Schweiß des Pferdes Schau dir das mal an. Fast da. Wahnsinn. Richtig. Gottes Segen dir und deine Familie, was liegt auf dein Herz? Ich danke. Oh, hier, der hat eine Frage an mir, das ist sehr wichtig. Der ist ja durch dich zu den Herrn gekommen und der fragt ja, was ist an katholisch so falsch? Hier muss man ja helfen. Der hat hier die Frage gestellt. Komm wieder hoch, mein Besser, ich habe den Namen freigeschickt. Also, da hast du meine Frage schon gesehen. Ich habe die gesehen, auf einmal Kommentarfeld jetzt zufällig. Bist du orthodox, mein Besser, oder bist du katholisch, oder? Um ehrlich zu sein, bin ich. Warum bist du stumm? Ja, dann höre ich mal. Gehört? Nochmal, ich habe Um nichts ehrlich zu gehört. sein, ich glaube eher an den Christus. Und ich folge auch der Orthodoxie. Also, Evangelium ist mir ein bisschen zu. Sie machen ja ganz komische Sachen. Ja, aber die Orthodoxie ist auch ganz komisch da unterwegs. Da ist nicht das einzig Wahre. Der Herr Jesus, da ist der einzig Wahre. Da sollst du festhalten. Beispielsweise, ich gebe dir ein Beispiel. Ein Widerspruch, das gehört dann nicht mehr zu Gott. Orthodoxie tauft Babys. Ja. Die Bibel sagt, die Voraussetzung der Taufe ist was? Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Tut Buße, dann lasse dich taufen. Also, dann heißt das, Babytaufe geht doch nicht. Oder kann ein Baby Buße tun? Nee, kann es nicht, weil es ist ja sündenfrei. Sehr gut, ja. Ja, Erbschaftssünde, aber trotzdem Was kann waren Babys, wenn ich die sterbe. Katholiken? Was waren die Katholiken und Orthodoxen? Die waren Fürbitte bei Heiligen und sowas, ne? Ja. Obwohl der erste Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, sagt, dass es nur einen Mittler gibt zwischen uns und Gott, dem Vater. Das ist der Richtig. Jesus Christus. Richtig. Ja. Das ist ein Punkt, und ich kann dir jetzt den ganzen Abend voll davon erzählen. Du kannst Debatten von mir sehen, linke meine Bio. Du kannst meine Videos anschauen, gerade mein fixiertes Video, was 150, 160.000 Leute erreicht hat. Ja, drei Fakten, warum die Kirche verlassen und den Herrn Jesus annehmen. Schau dir das an. Alles klar, danke dir. Schau. Gott segne dich, mein Bester. Danke euch, ne? Gottes Segen. Amir Messike, Und mein Bester, hör immer auf Amir. Der Amir macht das richtig Ich mit seinem weiß, Glauben, ja? der Amir ist, der hat mich auch dazu geführt, deswegen höre ich auch auf Nisse ihn. Meicher, der. Du siehst, der macht das schon richtig. Dann hör auf ihn. Alles gleich, danke euch. Gottes Mach's Segen. gut, Frau ist ciao. Das. So, der nächste bitte. Grüßt euch, schönen guten Abend. Hallo, mein lieber Gott, liebe Familie. Ich habe mal eine Frage, einfach mal, um ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfach mal ein bisschen Wissen an mir anzueignen. Ja. War, es gibt ja diesen einen Hadith, und zwar, der lautet ja, dass der Mohammed, der war ja mit seinen Gefolgsleuten auf einer Beerdigung, ich glaube von seiner Tochter, den hat er ja auch schon ein paar Mal gebracht. Und dann wurde ja gefragt, wer von euch hatte gestern nicht den Geschlechtsakt vollzogen? Ja, genau, ja. Und als ich mich mit diesen Hadith dann auseinandergesetzt habe, bin ich dann auf islamischen Quellen natürlich auch drauf gegangen, um zu schauen, wie ist das jetzt wirklich, weil das ist ja schon wirklich eine harte Nummer. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie eure Antwort sein wird. Denn dort steht in Klammern, dass
der Grund, warum er gefragt hat, wer gestern Nacht. Ich weiß, wegen der Unreinheit. Ne? Genau. Und wie ich weiß, es gibt einen Hadith, ja, der ist nicht ersichtlich und da geht es darum, ob jemand jetzt den Akt des Verkehrs gehabt hat, unrein und kann den halt nicht dann beerdigen. Aber wir haben auch die anderen Hadithe, dass Mohammed wirklich da reingestiegen ist in das Grab und mit dieser Frau Verkehr gehabt hat. Zusätzlich gibt es auch noch die Fatwa von einem ägyptischen Geistlichen, der sagt, dass der Mann die vollen Rechte über die Frau hat, selbst wenn sie tot ist, darf er noch weiter mit ihr SEX haben. Wo hat er das her? Wow, ja, okay. Siehst du, lass aber dich nicht verarschen von diesem Wahnsinnigen. Aber handelt es sich in dieser Beerdigung, in diesem Fall nicht um die Tochter? In diesem Fall, darauf beziehen sich die Muslime. Aber es gibt noch andere Ahadith, die eindeutig bestätigen, dass Mohammed wirklich mit SEX mit Leichen hatte. Ja. Wow. Okay, das ist natürlich eine sehr, sehr krasse Nummer. Natürlich, das ist Wahnsinn. Und dann hätte ich noch eine Frage, und zwar eine Theorie, die ich mal aufgeschnappt habe. Vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr. Es geht halt um solche Dinge wie Mohammed, die ihn ja im Prinzip, gerade weil er solche Dinge hervorgebracht hat, die man heute so leicht widerlegen kann, wie diese berühmte Hadith mit der Fliege, die man eintaucht und dann kommt die... Die hatten wir heute und das war ja so krass tatsächlich, dass er sogar bestätigt hat, der andere Muslim, und gesagt hat, ja, das ist wissenschaftlich sogar bestätigt, sagt er. Entschuldigung, wenn ich hier kurz reingegriffen habe. Ich habe auch schon Videos dazu gesehen bei TikTok. Man öffnet TikTok und dann kommt diese Computerstimme, die ihr bestimmt kennt von den typischen Videos, wo sie das richtig auf Ernst meinen und sagen, wenn ihr eine Fliege reinkippt in das Wasser und so weiter. Und meine Theorie, beziehungsweise die ich damals gelesen habe, vielleicht könnt ihr da mehr zu sagen, ist es wahr, dass Mohammed sich selbst, sage ich mal, in der Endzeit betrachtet hat? Oder ist er... oder ist in seiner Ideologie schon so die Sache, dass das irgendwann in 1000 Jahren passiert, dass die ganzen Endzeit-Prophetien und so weiter eintreten? Oder hat er sich selber schon so in der Endzeit gesehen? Der ist der einzige Prophet ohne Prophetien. Und der Mohammed hat einfach irgendwas gesagt, damit er immer an die besten Sachen immer rankommt. Verstehst du? Ja, aber meine Frage ist, hat er sich in der Endzeit... war immer schon irgendwie Endzeit für ihn. Ne? Deswegen hat er auch immer die Juden verteufelt und Krieg gegen sie gemacht. Er hat auch gesagt, der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis er die Juden vernichtet und sowas. Ne? Hey, Bukhari 1926. Wow. Er hat also immer so Endzeit-Szenarien an den Tag gelegt. Ne? So, sah er sich irgendwie in der Endzeit schon in diesen kommenden nächsten Jahren oder hat er wirklich von Tausenden von Jahren aber so wie es aussieht, hat er natürlich sehr, sehr komische Dinge getan, was so in seinen Augen die Endzeit einläuten dann kam, weil dieser Jibril dem gesagt hat, dass er das und das machen soll, damit die Jugend vernichtet, weil der Jibril ja der Feind der Jugend ist. Ne? Muss man mal vorstellen, der Gott, der sein eigenes Volk liebt, bringt auf einmal einen Engel, der das sein eigenes Volk hasst. Wie passt das denn zusammen? Ja, natürlich, das ist krass. Plus die Türken, auf irgendeinen Grund. Ja, plus die Türken, genau. Wegen Alau Eckbert, genau. Ja, Marvin, cool, liegt dir noch was auf den Herzen? Das waren einfach meine Fragen. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei euch. Ja, der Herr segnet dich. Ich hoffe, du bist neu geboren, ja? Ich bin einer, der ist interessiert. Ich beschäftige mich hier und da. Mach weiter. Immer weiter such, mein Bester. Dann findest du schon. Könnt ihr mich kicken? Ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich mach das schon. Der Herr segne dich. Dankeschön. Bete für den. Gottes Segen. Dieter. Ja, dann zusammen. Wie geht's euch? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hast du jetzt endlich entschieden, den Herrn Jesus anzunehmen? Willst du mir ernsthaft behaupten, dass der Gott war eine kleine Spermatozoid und dann eine Baby und dann ist der Gott irgendwann mal geboren worden? Der Tito denkt, dass der Jesus Christus aus einer Links entstanden ist. Habt ihr das gerade gehört? Der denkt, Sex war an. Tito, willst du mir... Weil für die Muslime gibt es nur Sex. Die können nicht ein bisschen was anderes denken. Die gibt es von morgens bis abends. Nur Sex. TikTok unsportlich. Erklären Sie mir bitte, wie ist der Jesus entstanden? Entstehe und du bist entstanden. Auf den Menschen so bezogen, Philipper 2, 6 bis 8. So, Dito, jetzt erklär mir mal bitte. Wie ist denn Isa entstanden? Dito, wie ist denn Isa entstanden? Erklär mal bitte. Dito, wie ist denn Isa entstanden? Du weißt doch besser wie ich. Ja, erzähl uns mal, wir möchten von dir wissen, du bist doch der Moslem. Ja, seit
Kun für Kun, du weißt das. Siehst du? Also was hat der Allah gemacht? Aber bei euch ist das der Gott. Für dich ist was das hat der Gott. Allah gemacht? Für uns ist das eine Gesandte. Was hat Allah gemacht, Tito? Was hat Allah gemacht? Hat gesagt, sei und es war Jesus entstanden. Also wartet mal. Warte mal. Ich kann das akzeptieren, dass ihr einen Gesandten. Beruhige dich, habe ich gesagt. Immer ganz locker bleiben. Nicht nervös werden, Tito. Hast du kapiert, Tito? Okay. Wie hat der Allah Jesus erschaffen? Nicht nur Kun Fayakun, sondern wen hat er dahin geschickt, damit er das macht? Ein Engel Gabriel, weißt du. Okay, was hat Engel Gabriel immer weiter? Nächster Schritt. Ja. Weiter? Was hat Engel Gabriel weitergemacht? Hat er gesagt, du kriegst einen Sohn und nicht wie in Bibel die Maria, die arme Maria. Was hat er gemacht? Also wer hat jetzt in Maria eingebaut? Lass mich doch erklären. Also bei euch hat der Engel die Maria angelogen laut Bibel, weil der hat gesagt, bitte, geh mal bitte bei deiner Sache, Tito Mann. Du werdest einen Sohn gebären. Und die arme Frau wusste nicht, dass die einen Gott gebären werde. Deswegen hat die arme Frau im Luka 2 ihm genannt, Kind, mein Kind. Aber das ist eine Lüge, was sie gesagt hat. Die wusste nicht, die Maria war laut eurer Lehre eine Ungläubige, weil die wusste nicht, dass die Gott geboren hat. Eine Ungläubige. Und die hat sie nicht angebetet. Heftig. Aber ihr seid viel mehr Gläubiger, wie die Maria. Was hat sie gemacht? Ihr habt gemacht, dass der Jesus... Ganz ruhig bleiben. Nicht 6 Jahre weiterreden. Ich will euch das... Nicht 6 Jahre weiterreden, Tito. Sonst fliegst du raus. Nächster Schritt. Ich bin alleine. Wer hat jetzt in Maria eingehauen? Ich kann nicht so gut Deutsch. Warum habt ihr Angst? Warum antwortest du nicht, Tito? Sonst geh runter. Nein, ich habe gesagt. Wer hat in Maria eingehaucht? War das Jibril oder Allah? Jibril. Aber euch hat der Geist, wer hat das gemacht, der Heilige Geist, hat die Maria angelogen. Jibril hat er gesagt. Okay, wo hat er reingepustet? Tito, wo hat Jibril reingepustet? Nein, wo hat er reingepustet? Warum kommt ihr mich jedes Mal? Warum? Weil du antworten sollst. Wo hat er reingepustet? Es hat nicht reingepustet. Wo hat dich du? Das kann nicht wahr sein. Das wird nicht normal. Nicht du, Jibril. Nee, bei uns ist das nicht so. Wo hat Maria reingepustet? In ihr Ellbogen, in ihr Ohr? Wo hat er reingepustet? Bitte bleib am Thema. Nicht reingepustet, sondern es steht ganz klar. Im Koran ist das ganz klar beschrieben. Er sagt doch mal. Warum lügst du so? Dann steht da. Wo hat er reingepustet, der Jibril? Dann steht im Koran. Ja, für Allah ist das gleich. Der Fall von Isa a.s. ist gleich wie Fall von Adam. Kannst du mal bitte Sura 66, Vers 12 aufmachen? Verstehst du? Kannst du mal bitte Sura 66, Vers 12 aufmachen? Es wird. Klappe halten, Tito, Mann. Schlag bitte Sura 66, Vers 12 auf. Laut Koran ist erschaffen, Jesus. Bei euch ist er jetzt dreht die Platte. Jetzt dreht die Platte ohne Ende. Erkläre mir, wieso die Maria sagt zu Jesus: Tito, mein halt den Mund. Schlag bitte so 66 Vers 12 auf. Die Maria. Ey, du schaffst das denn bei dir? Ich verstehe das nicht. Lass uns doch mal eins nach dem anderen gehen, nicht 20 Themen aufmachen. Wir machen ein Thema nach dem anderen. Bleib erstmal bei Jibril und was der Amir gesagt hat mit dem Pusten. Wo Suche 66. Zeig mir im Koran, wo steht Pusten. Zeig mir, bitte. Zeig mir jetzt. Deswegen sag ich, schlag mal bitte Suche 66. Zeig mal, du Lügner. Ihr drei Lügner. Mann. Zeig mal, wo steht Pusten im Koran, bitte. Schlag mal bitte Suche 66. Hey, Lügner, reicht das. Langsam reicht das. Wahnsinnig, der Typ, Mann.
Zeigt ihr Lügner, zeigt ihr raus, raus. Mach meinen Nerven kaputt oder was? Geh mal weg, ey. Der redet einfach ohne nonstop. Was ist das, Mann? Man schlag doch deinen verdammten Koran auf und dann sehen wir, ob was da steht. Wo der reingepustet hat. Mann, ja. Danke dir. Unglaublich. Der macht ja meinen Kopf kaputt, Mann. Mann, der wo steht Boost? Ich sag Schlagsuche 66 Vers 12 auf. Lass uns mal lesen. Halt die Klappe, Loco, ey, Angstarm hier. Warum? Ich zeig dir, guck mal hier. Du musst ja gucken. Guck mal hier, hier, Sperrpaket. Ich sag dir, was das ist. Das ist Wahnsinn, ey, ehrlich. Gottes Nicke, Nico. Ah, du hörst mich? Ja, Fuka, bitteschön. Ich habe nur eine Frage, ne? Ich will zu, dass ihr das erklärt. Ne, nur eine. Mir hat das mal jemand gesagt, Galater 3, Vers 13, also dass Jesus zum Fluch geworden ist. Also könnt ihr mir das erklären, was sie damit meinen? Ja, ganz einfach. Jesus wurde zum Fluch für uns, weil er die Sünden auf sich nahm. Und wer Sünden hat, bedeutet, er ist ein Fluch. Der Fleisch wurde zum Fluch. Deswegen starb er auch, weil die Sünde gebiert den Tod. Und so konnte Menschensohn Jesus auch sterben. Und durch seinen Tod und danach, 3 Tage später, Auferstehung, hat er den Tod besiegt und ist gereinigt, komplett rein. Und wir sind auch dann gereinigt, indem wir ihn annehmen. Okay, also er ist kein Fluch, ne? Also er ist nicht verflucht oder so. Er wurde verflucht, er wurde zum Fluch für uns. Der nahm ja die Sünden auf sich, der ganze Sünden auf dieser Welt, den aber natürlich auch annehmen. Und das bedeutet, er ist dann ein Fluch geworden. Okay, ja, danke. Ein Verflucht ist der, der am Kreuz hängt, steht ja geschrieben. Und am Holz hängt steht da sogar, nicht Kreuz, Entschuldigung, Holz hängt. Und danke dir, Nico. Und wir wissen da ganz, ganz klar, weil er für uns gestorben, auferstanden ist. Das war ja alles beabsichtigt. Deswegen hat auch das Menschen so Fleisch genommen und er sollte sterben. Er sollte zum Flug werden. Und ich Gott Wesen. Wozu? Der Sünde auf sich genommen. So einfach ist das. Der Herr Jesus Christus hat den Fluch der Sünde auf sich genommen. Als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Er hat den gesamten Fluch der Sünde auf sich genommen. Ja, das war meine Frage. Dankeschön. Ja, der segne dich, Fokan. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ne? Ich hoffe, du bist von neuem geboren, Fokan, ja? Das ist Wahnsinn. Bitte? Bist du von neuem geboren, Fokan? Ich habe das nicht verstanden. Was meinst du? Bist du von neuem geboren? Ich verstehe es. Egal. Bist du ein Christ? Du musst ein bisschen langsamer reden, Bruder. Das geht runter. Ach so. Bist du ein Christ? Nein, nein, ich bin Moslem. Das hat mich nur interessiert. Also, mir hat das mal jemand gesagt. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Darf ich dir mal eine Analogie geben, damit du verstehst, was mit Fluch auf sich genommen bedeutet? Sag mal, du hast ein Kind, der hat, ist 5, 6 Jahre alt, spielt Fußball und schmeißt die Scheibe von dem Nachbar ein mit dem Fußball. So, das heißt, die Schuld des Kindes nimmst du ja auf dich. Das heißt, die Schuld ist auf dich. Du hast das auf dich genommen. Eltern haften für ihre Kinder. Kennst du den Satz? Eltern haften für ihre Kinder. Ja, genau. Das ist gut. Ich habe es verstanden, Leute. Also. Genau. Du bist aber nicht schuldig. Du hast, auch obwohl du die Schuld des Kindes auf dich genommen hast, bleibst du immer noch unschuldig, aber du kommst für die Schuld eines anderen auf. Verstehst du diese Ambivalenz? Ja, ich habe es verstanden. Alles gut. Du trägst die Schuld, bleibst aber trotzdem unschuldig. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du wirklich eine der tiefsten Erkenntnisse der Bibel verstanden. Vielen Dank, Leute, ich habe es verstanden. Gottes Segen, lieber Herr. Dankeschön. Schön. Wir beten für dich, Hocker. Ciao. Diese Blumen da unten, was ist das? Wie verlassen das? Was, Reza? Diese Blumen, die immer unten auf, was ist das? Ist das Hintergrund? Achso, ist von dem Bild da hinten. So, okay. So Blumen. Ja, unten immer bei Armin, da kommt immer so Blumen da unten. Immer. Ja, das ist hier. Ja, da, ja, ist vom Hintergrund, ja. Du hast recht, Jessa, ne? Also Eltern haften dann in dem Falle für ihre Kinder. Ne? Genau, die Schuld wird auf die Eltern gelegt, aber trotzdem haben die Eltern ja nicht diese Sünde gemacht. Die bleiben immer noch unschuldig. Ist so diese Ambivalenz, dieser vermeintliche Widerspruch. Es ist ein Widerspruch, aber auch trotzdem logisch. Merkst du das? Ja. Gottes Erkenntnis, die Schuld auf dich genommen und trotzdem bist du unschuldig. Und das ist der Herr Jesus. Der hat die Sünde auf sich genommen und trotzdem bewahrt er seine Reinheit, seine Unschuld. Ja. So unglaublich, ne? Heftig, ne? Das siehst du in vielen Punkten, deshalb. Das siehst du auch in Haftpflichtversicherung. Du baust Mist und die Haftpflichtversicherung bürgt für dich. Aber die sind unschuldig. Genau. Ja. Aber die zahlen. Die haben das nicht getan, diese Gesetze. Du hast das getan. Deswegen heißt es ja auch, du sollst für deine Seele eine Versicherung abschließen. Und zwar bei dem Besten. Stark. Genau. Genau. Einfach.
So wie du für deine Kfz eine Versicherung abschließt, so wie du für deine ganzen anderen Dinge in deinem Leben Versicherung abschließt, so solltest du für dein ewiges Leben auch eine Versicherung abschließen. Ja. Und zwar bei dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Hallo zusammen, vielen Dank fürs Hochholen. Grüß dich, Mann. Du, Ex-Moslem, ich folge dir schon seit längerem. Ich finde einige deiner Videos echt gut. Andere finde ich sehr unversöhnlich. Also mit, ich sag mal, du triggerst ja sehr hart jetzt die Muslime. Ihr seht ja selber, ich bin ja selber AfD-Wähler. Aber ich denke mir halt häufig, dass das vielleicht der falsche Weg ist, weil der eine Muslim, der eben hier hochgekommen ist, der war ja wirklich extrem nett und der hat auch gar nicht so rumgeschrien, als ihr ihn das erklärt habt. Ja, wir kennen ihn, glaub es mir, der ist ein Spezialfall. Also wir wissen schon, wer nett ist und wer nicht. Glaub es mir, wir kennen ihn schon seit Jahren. Ich meinte den einen da, der uns ein bisschen so kritisiert hat, wegen der Vorgehensweise. Also nicht ach, nicht dieses Isus-Musliman? Nein, 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 der meinte ach, den so einen, der hier drin war. Wie so, mein Bruder schon gesagt hat, ne, es gibt kein Geheimrezept. Ne? Also es gibt Muslime, die sind einfach liberal, so wie er, und werden von ihren eigenen Glaubensbrüdern umgelegt. Also von daher ist es, müsste dem eigentlich egal sein, wie wir vorgehen. Verstehst du? Ja, okay, das verstehe ich. Eigentlich müsste der mit uns hier schon im Live sein und darauf hinweisen, dass der Islam für jeden einzelnen Muslim hier in Europa gefährlich wird, wenn sie mit einer falschen Glaubenslehre innerhalb des Islams aufeinandertreffen. Ne? Genau, ja. Also wir bräuchten sozusagen eine Art europäischen Islam, der ja hier auch schon gelebt wird. Also ich sag mal, der wird immer despektierlich Shisha-Islam genannt. Aber prinzipiell bräuchten wir so eine Art zahnlosen Islam für Europa. Ja, aber also das gibt es nicht beim Besten. Nicht in Traumwelt leben, ne? Deswegen wird es auch die AfD, nicht in Traumwelt leben. Ja, du das musst stimmt. In der Realität leben. Die Realität ist der Herr Jesus Christus, der Islam ist, der politische Islam sowieso brandgefährlich. Der Koran ändert sich nicht, der bleibt da, wie der ist. Sowieso wird da draußen mal geändert, aber Sure 9 bleibt einfach so, wie der ist. Und deswegen sage ich dir hier und jetzt, ne, nimm den Herrn Jesus Christus wirklich an, folge ihm, stirb diese Welt ab, diese Welt sind wir nur Fremdlinge, wir sind nur für eine gewisse Zeit in dieser Welt, danach kommt das Ewigliche. Ja, ich habe mir da noch auf das Weltliche, weil du denkst, du kannst die Welt noch verändern, du kannst sie nicht verändern, das ist vorbei. Die Welt wird gerichtet, sagt die Bibel, und ich höre auf die Bibel. Ja, ich habe mir da schon intensiv Gedanken zugemacht und ich kenne viele Christen und ich mag diese Leute. Die haben einfach so etwas, ja, also andere würden jetzt vielleicht naiv sagen, aber ich finde, die haben einfach so ein gutes Herz, also die, die ich jetzt kennengelernt habe, die Christen. Und ja, also ich würde gerne glauben, aber ich kann nicht. Ich zähle mich eher so als agnostischer Mensch, weil ich glaube... Suchen, mein Lieber, da musst du Gott suchen. Da musst du einfach neutral mit ihm reden. Da musst du sagen, gibt es dich, ja? So wie du mit anderen Menschen redest, musst du auch ganz normal mit ihm reden. Augen zu und ihm eine Frage stellen. Gibt es dich? Wenn ja, zeig dich mir. Ich will dich kennenlernen. Ist das legitim oder ist das nicht legitim? Das ist vollkommen legitim. Ja, dann mach das bitte. Und dann siehst du, was das passiert. Wurde mir auch schon öfter gesagt, aber tatsächlich, also klar habe ich mal so gefragt, gibt es dich? Schick mir ein Zeichen. Aber mir wird halt immer gesagt, ich muss das wirklich aus dem tiefsten Herzen erbitten, dass er mir ein Zeichen gibt. Und wenn ich das nicht aus dem tiefsten Herzen tue, dann wird er mir auch kein Zeichen geben. Ja, bleib erstmal dabei. Mit der Tiefe braucht er erstmal ein bisschen Zeit. Bleib einfach dran. Ja, du fängst heute an, der hat schon mal eine oberflächliche so Art, wie du jetzt heute Gott zum ersten Mal fragst, ob es ihn gibt. Ja, und dann machst du weiter. Nächste Woche wieder. Diesmal ein bisschen ernster, ja? Weil wenn du siehst, er antwortet dich, dann ein bisschen härter, ja? Bitte, ich warte jetzt, bitte. Ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Nicht loslassen. Du heißt es ja auch in der Bibel, befehle dem Herrn Jesus, also dem Herrn, deinen Weg, also deinen Weg, ne? Befehle dem Herrn deine Wege. Oh, ja. Okay, das kommt mir jetzt ein bisschen falsch vor, ihn jetzt irgendwas befehlen zu wollen. Im Sinne von, dass du ihn bittest, dir den Weg zu zeigen. Genau, ja, also da habe ich gar keine Schmerzen mit, aber genau, das kostet dich nicht. Das kostet dich vielleicht 2 Sekunden. Mhm. Aber diese 2 Sekunden werden dein Leben verändern, ich verspreche es dir. Ja, ja. Bleib dran, lass nicht los. Ich hätte noch mal eine Frage an euch, und zwar, also jetzt nochmal auf die Muslime zurückzukommen.
Meiner Einschätzung nach ist es so, dass eben seit Jahrzehnten versucht wird, die schlimmsten dieser Leute hierher zu karren, also wirklich die gezielt anzuwerben, die Leute, die sich hier so schlecht benehmen und dass, ich sag mal, die Leute in der Masse eigentlich schon dazu bereit wären, einen zahnlosen Islam zu akzeptieren, also einen Islam, der nicht den Anspruch hat, größte Religion in diesem Land zu werden, wohin sie einwandern, und der auch nicht den Anspruch hat, die Scharia durchzusetzen und eben halt so, wie man die Muslime hier kennt, die dann ihre Shisha rauchen, die dann, keine Ahnung, so halt ihr Zeug machen, aber niemanden wehtun, sowas. Ne? Geht doch nicht, das ist eine Wunschvorstellung. An der Grenze kannst du nicht sagen, ja, bitte die Radikalen, die uns Probleme machen, bitte zurückgehen und die anderen, die keine Probleme machen, bitte reinkommen. Ja, also, aber das ist der Quatsch. Wenn unsere Regierungen in Europa wirklich wollten, dann könnten sie ja auch einfach mal so einen Wesenstest mit diesen Leuten machen und einfach mal... Verstellen, Mensch, sei doch nicht so naiv. Ey. Wenn die wirklich was vorhaben, können die sagen, ja... Okay. Die dürfen bin das ich, ja auch sogar im Islam. Bin ich bei dir. Aber wie kann es sein, dass es hier Muslime gibt, die... du brauchst nur einen Koran anzünden und die bringen dich sofort um. Warum gibt es sowas hier? Warum wird das nicht standardmäßig mit den Leuten, wenn man die aufgreift, einmal gemacht, so ein bisschen gucken, was passiert, wie die sich... Mein Lieber, du lebst in einer Traumwelt, nicht die Traumwelt anschauen, bitte. Die Realität ist einfach so. Ich weiß, dass die Realität eine andere ist. Einfach mal einen Test durchführen. Also einfach einen Test durchführen. Ja. Wie radikal ist der Typ? Zünde einen Koran vor ihm an und schau die Reaktion. Ja, das klingt jetzt ein bisschen... Ja, von Theorie auf Praxis überwechseln. Ja, das klingt jetzt ein bisschen... Der muss das so innerlich schlucken und sagen, ich würde den am liebsten umbringen, aber ich will hier Attentate verüben. Ich lasse den Koran verbrennen, egal. Ich will mehr Menschen umlegen, verstehst du? Ja, okay. Das ist so, als wenn du jetzt Millionen von Kannibalen in dein Land lässt und dann so ein Stück Fleisch vor denen hinhältst und schaust, wer von denen am besten zubeißt. Das ist ein Quatsch. Okay. Du hast schon jetzt Millionen reingelassen, jetzt musst du auch B sagen. Du hast A gesagt. Na gut, ihr merkt ja, ich im Bürgerkrieg, mein Lieber, das kannst du nicht mehr ändern, ist vorbei. Ja, ihr merkt ja, ich versuche das noch irdisch irgendwie zu lösen. Das gibt nicht, nein. Das ist viel zu kompliziert und das löst der Herr und zwar mit radikalen Wegen. Hast du das nicht gesehen gestern in Hamburg, der 12.10. oder was? 3000 Muslime und so, das waren alles nur so. Ja, du weißt schon. Gewalt. Ja, tatsächlich habe ich gar nichts davon mitbekommen. Nicht mal, also guck mal, ich konsumiere ja auch überhaupt keine Medien mehr. Ich bin ja ab und zu mal hier auf TikTok unterwegs, komme hoch in den Lives, hauptsächlich so die AfD-Lives, versuche die Leute da ein bisschen, mal ein bisschen aufzuklären über verschiedene Themen, was immer über die AfD behauptet wird. Und ja, mehr mache ich auch nicht. Also ich habe es aufgegeben eigentlich. Ja, also muss ich schon sagen. Ja, jetzt kannst du dich auf die Suche auf den Jesus machen. Ja, aber du siehst, aber Hoffnung jetzt, stirbt jetzt zuletzt. Ja, aber Hoffnung auf der Erde, das ist Quatsch, das ist zu kurz gedacht. Du siehst doch, auf der ganzen Erde spitzt sich die Lage zu. Das hat schon nichts mehr mit AfD zu tun, sondern es ist etwas Größeres im Gange als Deutschland. Siehst du das klar. Jetzt? Ja, absolut, hast du recht. Ja, und jetzt musst du umschalten und größer denken als Deutschland. Das heißt, etwas hat begonnen, mit der ganzen Welt aufzuräumen. Und du musst herausfinden, wer das ist. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die gerne die Bevölkerung etwas dezimieren wollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Du kannst diese Theorien nachfolgen oder du kannst auch noch weiter forschen und denken, wer steckt dahinter? Wer hat vielleicht ein Interesse daran, dass die Erde jetzt zerschlagen wird? Dass die Menschen unter Zorn geraten? Vielleicht ist doch der Gott der Bibel der Urheber aller dieser Dinge. Verstehst du? Ich will nur nicht, dass du zu kurz kommst bei der Ursachen, bei der Ursachenforschung. Dass du nicht irgendwo in der Mitte stecken bleibst und die wahre Ursache nicht erkennst. Verstehst du? Es kann sein, dass der Gott der Bibel gerade am Aufräumen ist und das Ganze in die Apokalypse mündet, so wie er das in seinem Buch Bibel gesagt hat. Was machst du dann, wenn das die Wahrheit ist? Wenn das die höchste Wahrheit hinter AfD, hinter Putin ist? Ja, dann haben wir auf jeden Fall schlechte Karten. Ja. Genau. Und deswegen sind wir geborene Christen. Wir sind in der Ruhe.
wohingegen ihr, also ich hoffe, du jetzt auch bald nicht mehr, wenn du zum Herrn Jesus kommst, aber die ganze Welt ist in Unruhe und demnächst geraten die in Panik. Aber wir Christen wissen, was kommt, weil wir die Bibel kennen. Wir kennen die Prophezeiungen. Wir wissen genau, nach diesem Schritt wird der Herr das machen, dann wird er das machen und das machen und es kommt alles, so wie das jetzt gerade da draußen läuft. Wir wissen ja. Das. Die Bibel okay, kennen, aber wenn ich jetzt diese Denkensweise annehme, zum Beispiel, dass wir eh nichts dagegen tun können, warum sollte man sich denn überhaupt noch gegen irgendwas wehren, wenn einer von euch jetzt angegriffen wird von den üblichen Verdächtigen, ne, und ihr dabei zu Tode kommt? Denn ja. Ist ja für euch der direkte Weg dann in den Himmel schon fertig. So. Und dann ist es ja auch eigentlich gar nichts, wovor man denn als gläubiger Christ Angst haben müsste. Genau. Du siehst, du stellst dir die Fragen und gibst auch selber die Antwort. Da hat der gute Genau, die Christen sind nicht mehr in der Angst. Wir sind in der Ruhe. Absolute Ruhe. Egal, was passiert, wir sind den Sieger. Wenn uns jemand was antut und wir gehen in die geistige Welt, dann sind wir beim Herrn. Auch gewonnen. Und wenn wir nicht sterben hier auf der Erde und ganz normal bis zum Ende durchkommen, dann haben wir auch noch ein gutes Leben geführt und kommen trotzdem später zum Herrn. Also in jeder Hinsicht sind wir Sieger. Ja. Verstehst du? Wir sind ja, wenn absolut man das auf Glück der, hat, auf auch glauben zu können. Ne? Also das fällt ja vielen nicht so einfach. Also wie mir zum Beispiel. Ja, deswegen musst du suchen, Gott. Und er wird sich dir offenbaren und dann weißt du, oh, nein, 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 das ist der, das ist Gott, der mit mir gerade da spricht. Das wirst du herausfinden. Du musst nur dranbleiben. Bevor ich hochgekommen bin, hat Ex-Muslim was Interessantes gesagt, und zwar, dass der Glaube an Jesus Christus wie eine Art Versicherung funktioniert. Aber diese Versicherung kann ich ja gar nicht aktiv abschließen, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich glaube jetzt einfach so per forma nur für die Sicherheit. Also der Glaube muss schon vom Herzen aus kommen. Den richtig. Glauben schenkt dir Gott. Du musst nur ihn suchen. Er wird dir den Glauben schenken. Verstehst du? Das ist nicht deine Aufgabe. Du musst erstmal suchen. Du musst ihn suchen. Und er wird sich Schritt für Schritt sich dir offenbaren. Nur du musst es ernst meinen. Nicht Larifari. Ja, also ich sag mal, du musst das schon ernst nehmen. Meine Freundin, beziehungsweise ja, vielleicht Ex-Freundin, weiß ich gerade nicht so genau. Das ist ein bisschen kompliziert zwischen uns. Die ist ja gläubige Christin und die geht auch regelmäßig in die Kirche. Und ich würde wirklich gerne auch dran glauben. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es für mich ja, ist ja kein Problem, deswegen sagen wir ja suchen. Ne? Du musst einfach nur suchen. Frag Gott heute, neutral, wer bist du, was ist der Weg, was ist die Wahrheit? Ich verstehe das nicht. Ja, genau. Pavlos, also es ist so dasselbe Prinzip. Ex-Christ, Ex-Katholik. Ich bin Ex-Katholik, weil ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, habe angefangen, die Bibel zu lesen, habe erkannt, dass der Herr Jesus die einzig wahre Wahrheit ist. Und die katholische Kirche, orthodoxe und so weiter, was ganz anderes sagt als die Bibel. Und ich bezeuge nur die Bibel. Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Jesus Christus ist der allmächtige Gott. Da ist die Wahrheit. Weil ich höre lieber die erste Quelle statt die zehnte Quelle. Okay. Und was ist denn Neues und Altes Testament sozusagen? Und wie nennt man dann jetzt deine Art zu glauben? Einfach wiedergeborener Christ, die ersten Christen, wie in der Apostelgeschichte 2,1,13. Und alter Bund, neuer Bund, das alte Testament, neue Testament. Wir sind nicht mehr des alten Bundes, weil das an Israel galt. Das ist ja heute noch gültig, aber da musst du unter der Beschneidung gehen, unter das Gesetz. Wirst du nicht erhalten können, also nimm den Herrn Jesus Christus, Christi-Gesetz, genau. Also nennt man deine Konfession jetzt geborener Christ? Keine Konfession. Ich bin ein wiedergeborener Christ, wie es in Johannes 3, Vers 3 steht. Okay, warum ja, na gut, das gefällt mir schon mal. Also, dass man sich nicht irgendwie an eine Kirche oder sowas, Da hast du auch schon mal einen schlauen Gedankengut, mein Bester. Weil wir sind ja die Kirche. Der Tempel Gottes sind ja wir. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Ein geistliches Haus. Klar hast du eine Ortsgemeinschaft, wenn du eine hast. Weil wir leben in der Endzeit. Das ist jetzt nebenbei jetzt gesagt. Finden wir gefühlt nie eine Gemeinde. Aber du, mein Lieber, du bist wichtig, du musst dich bekehren. Die Kirche erzählt nicht von Johannes 3, Vers 3, die kennen das gar nicht. Deswegen Bibel lesen.
Ich habe mal angefangen mit der I-Bibel, aber mein christlicher Kumpel meinte, ich soll direkt mit Matthäus anfangen. Aber ja, ich muss sagen, ruhig, Hauptsache anfangen. Bitte? Hauptsache anfangen. Ich habe damals, ja, als Katholik, ich habe mit der Offenbarung angefangen. Ich habe kein Wort verstanden, was da drin steht. Das schwerste Buch der Bibel, direkt angefangen mit der Offenbarung. Und ich bin trotzdem zum Glauben gekommen. Einfach anfangen. Aber deine Eltern sind ja schon Christen gewesen, ne? Ja, Katholiken natürlich. Katholiken, leider aber, nicht wiedergeboren. Ja, aber sie haben, aber du hast ja schon mal wenigstens schon mal einen, ja, also schon mal den Schritt im Christentum gehabt dadurch. Ich das weiß, bringt dir nicht. Du musst alles hinter dich lassen. Du musst die Katholizismus, die Welt, die ganzen Kirchen und so weiter, du musst alles hinter dich lassen, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Du musst der Welt absterben. Das nützt dir auch nicht, wenn du jetzt in einem katholischen Haushalt geboren bist. Nützt alles nichts. Ja, ich kenne beispielsweise Orthodoxe, die sind reingeboren, sind jetzt ex-orthodox und folgen den Herrn Jesus wirklich. Und die leben in schwerster Bedrängnis. Die leben nicht einfach. Aufgrund ihrer Familie, ich kenne sogar welche, die werden sogar geschlagen. Weil das kein echter Christensein ist, sondern das nur, wer von neuem geboren ist. Das ist der Riesenunterschied. Die anderen sind irdisch. Wie du selber sagtest, ich denke noch irdisch. So sind die katholischen und orthodoxen genauso. Ich denke irdisch. Wir sollen aber himmlisch denken. Das ist so wie jetzt. Ja, genau. Damit du das ein bisschen besser verstehst, muss ich Analogien geben. Stell mal vor, du willst eine Frau haben und du nimmst ihre Hand und sagst, komm zu mir, ganz. Und die kommt zu dir, aber die guckt so dabei, während die zu dir kommt, noch auf andere Typen. Die dreht sich um. Okay. Die kann ich ganz loslassen von der Männerwelt. Aber die kommt zu dir, aber die guckt so immer noch so zurück zu den anderen Männern. Ist das schön für dich, dieses Gefühl? Nee, natürlich dann nicht, nein. Siehst du? Deshalb verlangt Gott auch, dass du nicht zurückschaust, sondern ganz zu ihm kommst und alles hinter dich lässt. Ja. Weil das ist eine Beleidigung ihm gegenüber, wenn du zu ihm kommst und dabei noch zurückschaust in die Welt. Ja, das mit der Beleidigung, das habe ich so auch in etwa in Matthäus gelesen. Ich habe mir das als Hörbuch angehört. Und da war ja der eine Teil, wo einer seiner Jünger seinen toten Vater begraben wollte. Und Jesus hatte zu ihm gesagt, lass die Toten begraben. Und das hat mich ein bisschen schockiert, dass er seinem Jünger nicht erlaubte, seinen Vater die letzte Ehre zu erweisen. Weil man soll ja die Eltern ehren. Steht ja auch irgendwo in der Bibel, habe ich mal gehört. Es war so bezogen, jemand sollte sich auf dem Begräbnis seines Vaters kümmern. Und lass die Toten begraben, bedeutet, lass die geistlich Toten, die nicht von neuem geboren sind, lass die begraben. Denn er hatte von den Herrn Jesus Christus eine Aufgabe bekommen, zu predigen. Und der will ihn auf die Probe stellen automatisch. Tust doch das, was ich auch wirklich sage, glaubst du also wirklich? Ja. Und das ist nur auf ihn bezogen gewesen. Nur auf ihn. Ja. Aber ihr müsst schon zugeben, dass das schon hart ist für jemanden, ne? Also wenn man das ist ganz einfach. Gott ist die erste Stelle. Und jemand gedenkt ja schon an die Familie mit die Begrabung und so weiter. Er wollte ihn auf die Probe stellen, geh jetzt evangelisieren. Und er sagt, ja, ich will jetzt zurück. Da hat der Bruder Riesen was gut gesagt. Er wollte noch zurückschauen. Ja, ich gehe da noch, ich mache erst das, dann mache ich erst das. Aber der Jesus hat gesagt, mach jetzt. Der Herr gedenkt du musst schon, ganz der loslassen. Herr macht das schon alles. Ja, Reza? Du musst bereit sein, wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann musst du bereit sein, von allem loszulassen und nur zum Herrn Jesus zu kommen. Das verlangt er von dir, weil er eifersüchtig ist. Er liebt dich und er möchte mit dir Gemeinschaft haben, aber er will auch, dass du ganz 100% dich auf ihn einlässt und nicht 99%. Wenn du 99% willst, dann bleib lieber draußen. Bis du 100% sicher bist. Wie bei einer Ehe, ja? Du hast eine Frau, du stehst vor dem Altar und dann der Pastor oder was fragt deine Frau, möchten sie hier den Kollegen hier zum Ehemann nehmen? Und dann sagt die, jein. Ja, ich verstehe es. Warum lachst du? Der ist gut, das ja. Das ist doch ein halbes Jahr. Ja, die Analogien du mit den gelacht. Frauen ist echt geil, ja. Ja, du hast gelacht, weil du es genau verstanden hast, worauf ich hinaus wollte. Absolut. Das ist lächerlich, jein.
Also entweder ganz ja oder geh raus, würdest du sagen, der Frau, oder? Ja, das stimmt schon, aber ich würde mal behaupten, dass Gott ein bisschen mehr ist als ein Mensch mit Gefühlen. Und, Er verlangt von dir alles, wenn du zu ihm kommen willst. Oder bleib draußen. Der Herr Jesus Christus sagt ja, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen aufgibt, der wird es gewinnen. Amen, ja. Sehr schön Amen. Zitiert. Ja, sehr interessant. Das ist ein liebender Gott und er möchte mit dir Gemeinschaft haben und dann verlangt er von dir eben, dass du auch bereit bist, alles loszulassen, so wie der für dich bereit war, alles loszulassen, seine Gottheit zu verlassen, Mensch zu werden, Schwachheit anzunehmen und dann noch für dich zu sterben. Wenn er das bereit ist, für dich zu tun, dann musst du auch bereit sein, so zu ihm zu kommen. Der Herr Jesus Christus sagt, ich habe 100% gegeben, ich verlange von dir 100%. So wie du von deiner Frau verlangst, dass sie 100% gibt, dir treu alles Mögliche ist, so verlangst du auch, oder beziehungsweise Gott auch, dass du 100% gibst. Ne? Dass du nicht perfekt bist, oder bleib draußen. Oder bleib draußen. Der Herr zwingt dich nicht, zu ihm zu kommen. Aber wenn du bereit bist, zu ihm zu kommen, dann komm mit beiden Beinen rein, 100%, und lass alles andere hinter dich. Amen. Ist das fair? Ich werde auf jeden Fall heute das erste Mal wirklich intensiv, ich werde mich heute vor meinem Bett hocken und kurz beten und ihn darum bitten, dass er sich mir zeigt. Also das kann ich machen, das kann jeder tun, meiner Meinung nach. Das ist ja nichts, wo man sich ein Bein ausreißen muss. Und bevor man es nicht versucht, kann man das ja wenigstens einmal machen. Sehr schön. Ja. Du hast nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Aber du machst schon einen sehr guten Eindruck. Also ich bin guter Dinge, dass der Herr dich dann auch früher oder später abholt. Ich versuche das nicht seit gestern. Also so intensiv gefragt habe ich bisher noch nicht. Das stimmt schon, aber für den Glauben offen zu sein, das bin ich ja schon seit Ewigkeiten, aber es passiert halt nichts in die Richtung. Ne? Also, ja, weil du es noch nie richtig ernsthaft gemeint hast mit dem Herrn. Ja. Du hast es noch nie ernst gemeint. Aber heute, denke ich mal, bist du bereit, das erste Mal ernsthaft zu sein mit ihm. Ich würde schon sagen, dass ich es schon mal ernsthaft gemacht habe, aber nicht wirklich intensiv, sondern ich habe halt gedacht, in meinen Gedanken mit ihm gesprochen und habe gesagt, also wenn es dich gibt, dann zeig dich mir bitte, dann fällt es mir ganz leicht an dich zu glauben. So, und ich glaube auch wirklich, dass es sehr einfach ist, dann Christ zu sein, wenn man eine Offenbarung erlebt hat. Also dann zumindest wüsste ich dann nicht mehr, was dann dagegen spricht. Aber glückselig sind die, die nicht sehen, aber trotzdem glauben. Nur weil du gesehen hast und glaubst du an mich. Aber genau, richtig, genau, das ist auch in der Bibel, genau, das wird ja auch in der Bibel genannt. Und ich wäre quasi einer von diesen Leuten, die nur glauben, weil sie gesehen haben oder weil sie eben einen Beweis. Aber es ist immer noch besser als gar nichts. Das heißt ja, das stimmt. Da bist du wie Thomas, wo ist das Problem? Wie der zweifelnde Thomas, aber trotzdem bist du errettet, da bist du im Glauben. Du musst jetzt nicht einer sein, der absolut aus nicht gesehen zu haben glaubt, das ist natürlich heftig. Aber trotzdem bist du errettet, du bist im Glauben. Ein Ford Focus zu fahren ist auch gut. Du musst nicht immer Mercedes-AMG fahren. Du kommst auch ans Ziel, nur ein bisschen langsamer. Ja. Ich verschluckt fast. Ja. Weißt du, auf dem Weg zum Himmel braucht man es ja nicht eilig haben, ne? Oder so, da reicht ja ein Ford Focus. Hauptsache, du kommst an. Du setzt dich in das Auto, also du bekommst ein Auto, ob jetzt ein AMG oder ein Ford Focus. Hauptsache, du kommst von A nach B. Ja, und mit einem BMW kommst du nicht hier in den Himmel, sondern in die Werkstatt. Ja, da musst du halt die Motorsteuergeräte immer tauschen lassen. Genau. Ja, man sagt ja nicht umsonst, bring mich Werkstatt zu BMW, ne? Also bring mich Werkstatt, ja, sehr schön. Ja. Das kannte ich auch noch nicht. Ja, find ich geil, also dass wir hier auch einen gewissen Witz noch mit reinbringen können, mit den Autos natürlich. Zum Beispiel, oder mit den Frauen auch immer gut. Ich bin froh, dass wir nicht unseren Humor verloren haben und so einfach wie so Roboter hier so sitzen und gar keine einzige Miene verziehen und sowas, das geht gar nicht, so sind wir nicht und so werden wir auch niemals sein, wir werden unserer Linie treu bleiben, ob die Leute uns mögen oder hassen, wir sind ja nicht hier, um den Menschen zu gefallen, verstehst du, was ich meine? Soll ich mich jetzt verstehen, ob ich den Menschen gefallen oder was?
Ich bin so, wie ich bin. Wenn jemand damit konform ist, der kann das gerne hier mit angucken. Wenn nicht, dann kannst du ja weiter scrollen. Verstehst du? Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Ich verfolge zwischendurch mal ein bisschen den Chat. Da wird ganz schön gespammt, ne? Also immer das Gleiche. Ja, ich kümmere mich schon dazu. Also das Spam, also ich finde das halt, lest ihr ab und zu mal vor, was die schreiben? Nein. Okay, ich kümmere mich total um dich jetzt. Also total auf dich. Okay, mein Bester, mach das heute. Wir beten für dich. Ja? Ja, verspreche ich. Mach das, und wenn du Fragen hast, komm rein. Ja, gerne. Und dann komm rein. Danke übrigens, dass ihr mich hochgeholt habt. Da waren ja haufenweise Anfragen. Ja, dann habe ich ja richtig Glück gehabt. Vielleicht ist es auch eine Fügung, aber das werde ich heute Abend auf jeden Fall sehen. Wie ist das bei euch gewesen, ab dem Moment, wo ihr dann nach einer Antwort gefragt habt? Wie lange hat das bei euch gedauert, bis was kam? Also, oder wie hat sich das geäußert? Ja, das ist unterschiedlich, das ist individuell. Bei mir zum Beispiel, ich habe mein Zeugnis mit dem Video gemacht, ja, habe es kundgetan, kann jeder sich anschauen, ist auch fixiert. Ich habe mit 16 gelesen und ich war gläubig, aber nicht wiedergeboren, also nicht gerettet. Also, ich habe mit 16 angefangen, die Bibel zu lesen. Ich war katholisch, wurde richtig in der katholischen Schiene mitziehen. Dann merke ich auf einmal 2-3 Jahre später, ey, ich verstehe gar nichts mehr. Die Bibel sagt was anderes als die Kirche. Wie geht das denn? Ja, und dann habe ich an Gott gefragt, ne, weil kein Priester hat mir je erzählt, dass Jesus auch Gott ist. Der mir nur gesagt, mein Sohn Gott ist, Sohn Gott, der hat mir es nie gepredigt. Und dann habe ich dann angefangen, richtig Gott zu suchen, vom ganzen Herzen. Habe Gott auch gefragt, ich verstehe das nicht, ich verstehe die Trinität nicht. Bist du Gott, bist du nicht Gott? Also wer ist Jesus? Verstehe alles nicht mehr. Und ich war am Verzweifeln. Ich habe öfters gebetet. Irgendwann war aber der Punkt, da habe ich so intensiv gebetet, dass ich wirklich fast am Heulen war. 5 Minuten später, nach meinem Gebet, damalige Zeit Facebook, ich scroll runter. Eine Person hat nur Islam-Aufklärung gemacht, nur Islam. Auf einmal macht er so eine Arbeit, so einen Beitrag. Wer ist Jesus Christus? So, okay. Ich war faul, Beiträge zu lesen. Ich hatte keinen Bock darauf, ich wollte Videos sehen. Aber egal, dachte ich mir, ich lese mal vor. Ich lese bis Anfang bis Ende und sehe dann auf einmal, okay, ich öffne die Bibel. Johannes Kapitel 1, Vers 1, Vers 2, Vers 14. Im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, das Wort wurde Fleisch. Ich so, boah, krass. Also Jesus ist Gott. Ich habe das nie verstanden, ich habe es gelesen und nie kapiert. Also Jesus ist Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist, reißen eins. Und dann hat es so einen Klick bei mir gemacht und habe dann den Herrn Jesus mit ganz Herz, ganz Verstand angenommen und ihm komplett nachgefolgt. Na, immer durch Bibellesen bin ich vorangekommen. Ich bin in manche Irrlehren reingeraten, durch Bibellesen wieder rausgekommen. Vielleicht ein anderer, der mich am Mann ermahnte, dann wieder auch wieder rausgekommen. Ich musste geformt werden. Na? Wie so ein Schmied, der sein Schwert schmieden tut, ne? Mit so einem Hammer, mit Feuer und so weiter. Mhm. Ja, man muss auch mich formen. Und man kann mich immer weiter formen, nie aufhören. Ja, und so habe ich den Herrn Jesus kennengelernt. Ich habe ihn gesucht und ich habe ihn gefunden. Aber er hat ihn gefunden. Bitte. Jesus Gott ist, das habe ich jetzt ja schon ganz oft gehört. Und ich dachte, das wäre unter den Christen ein Thema. Ich wusste jetzt, bis eben gerade wusste ich nicht, dass in der Kirche gar nicht gesagt wird, dass Jesus Gott ist. Doch, doch, die sagen, dass Jesus Gott ist, also die katholisch zum Beispiel, die sagen, dass er wirklich, das Problem an der Geschichte ist, die predigen es nicht. Geh in die Kirche rein, du wirst nicht hören, Jesus ist Gott, du wirst nicht vom Wiedergeburt hören. Genau, die erklären den Leuten das nicht, deswegen siehst du auch die ganzen Leute, die in die Kirche gehen, sagen, Jesus ist nur der Sohn Gottes, weil die nicht verstehen, was Sohn Gottes bedeutet. Verstehst du? Das ist das Problem, was da. Und ja, genauso auch meine Ex-Freundin. Also die Priester und die Pastoren sind nicht in der Lage, den Schafen da vorne zu erklären, wer der Herr Jesus Christus in Wahrheit ist. Verstehst du? Wollen sie vielleicht nur nicht aus irgendeinem Grund? Also, weil ich meine, die können. Die haben ja auch die Bibel studiert, die müssten das ja eigentlich auch wissen.
Ich glaube, solange niemand fragt, wird das Thema auch gar nicht so aufgemacht, ne? Obwohl das das wichtigste zentrale Thema überhaupt ist, ne? Wenn du die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnest, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. So sagt er ja selber. Ja. Kannst du gar nicht wiedergeboren werden, wenn du nicht an die Gottheit Jesu glaubst, weil du musst erstmal deinen Gott kennenlernen. Du musst ja wissen, wer der ist. Kannst ja nicht heiraten ohne Frau. Du kennst genau, ich glaube, du hast geheiratet. Du kennst die Frau nicht und du weißt nicht mal, wie die heißt. Was ist das denn? What is that? Und dann machst du einfach diese Dingens hoch bei ihr beim Küssen, dann machst du und dann ist auf einmal so ein Taliban da drunter mit so einem Bart und lächelt dich an. Was hat das jetzt mit einem Taliban zu tun, Mann? Ja, der hat sich da unter dem Brautkleid versteckt, um nach Deutschland zu kommen, um da hier erst deutschen Pass zu bekommen. Damit so aussieht, dass nicht nur Männer kommen, oder was? Ja, und dann machst du das hoch, du willst die küssen, jetzt könnt ihr die Braut küssen. Dann guckt ihr dich an mit so einem Vollbart und dann sagt, komm jetzt, Baby, jetzt wird die küssen. Für den deutschen Pass, alles für den deutschen Pass. Ja, ja. Alles für den deutschen Pass. Ja, gibt ja viele, die einfach gesagt haben, dass sie eben vom anderen Ufer sind, damit sie eben halt rein dürfen. Ah, ne? Ich sag dann, ja, das genau. Ist mein Damenbart, das ist dann der neue Damenbart, ne? Nicht mehr. Dann sage ich auch, guck dir mal meinen Damenbart an. Ja, da gibt es ja haufenweise Memes. Ja, mein Bester, dann der Herr segne dich und deine Familie. Hat mich sehr gefreut mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und weiterhin viel Glück auch, auch wenn ihr jetzt sagt, ihr kommt eh direkt in den Himmel. Ich hoffe, dass euch niemand von diesen nicht so gern gesehenen Leuten hier kriegt. Ja, ich verstehe. Der Herr macht das. Aber macht genau. Ciao, Jungs. Gottes Segen. Gott segne dich, mein Lieber. Ciao, ciao. Euch auch. Gracias. Sehr schön. Bete für den, ne, meine Lieben. Ein schönes ja, Gebet. Ja, genau. Ganz, ganz wichtig. Ja, das war mal seit langem mal wieder eine gute Erde, ne? Ja. Zwar nicht gläubig, aber die Erde ist gut. Die Erde ist richtig gut. Die ist fruchtbar auf jeden Fall. Ja. Smart. Gottes Segen, Smart. Ich hoffe, dein Name ist Programm. Oh, jetzt ist er rausgegangen. Dein Name ist Programm. Da dachte ich, der ist smart, aber da ist der smart abgehauen. Ist smart. Der ist smart abgehauen. Da war aber Smarties anstatt smart. Warte, jetzt kommt Mon Amour. Wo war Mon Amour? Ey, Mon Amour war weg. Was ist das denn? Ja, das ist auch nicht schön, ne? Von TikTok, wenn die dann sowas machen. Mon Amour ist einfach weg gewesen. Ich konnte das gar nicht machen. Guck mal, das geht nicht. Das geht nicht, krass. Ja, Wahnsinn. Die haben das geklaut. Loco Coco. Egal, lass einfach. Dankeschön, lieben Dank. Hier, da kommt dieser Galaxy. Loco Poco. Ach nee. Loco, loco, loco. Danke gar nicht, Loco. Der nächste, bitte. Next. The Gypsy. Gypsy. Ich hab mal so einen Riech gehört von Gypsy. Gottes Segen. Servus. Drückt auf dein Herz. Ich sag mal so, da war eben gerade ein Kollege von so einem AfD-Wähler, ne? Ja. Der ist ja selber richtig am Zweifeln, was richtig und was falsch ist, ne? So. Ja, der sucht doch. Ja. Wie bitte? Der ist suchend. Der ist suchend. Ich bin auch ein Suchender. Ja, sehr schön. Ich bin als Moslem geboren. Ja, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr an den Islam, ja, weil ich habe vorher auch viele Videos auch von Ami gesehen. Dark. Und der klärt ja auch richtig gut auf, ja, mit den ganzen Hadithen und mit den ganzen Suren und so, da steht ja alles drin. Ja. Und die Leute, das Problem ist bei den ganzen Moslems, Die wollen ja das selber irgendwie nicht akzeptieren. Die denken, die wären die Gläubigsten irgendwie. Aber dabei merken sie selber nicht, dass sie die größten Ungläubigen sind, laut den ganzen Suren und Hadithen, was sie nicht einmal selber mal aufgeschlagen haben und selber mal gelesen haben. Also wenn da schon ein Hadith steht, dass Mohammed sagt, dass der beste Moslem der ist, der einen zum Islam zwingt, ja, mit den Ketten.
Ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht im Kopf. Ich kenne die Stelle, ja. Ja, ihr kennt das besser als ich. Ihr seid besserer belehrt als ich. Ich bin selber noch am Lernen. Ich bin selber erst am Lernen, wie schlecht der Islam ist. Und ich habe sogar momentan selber Probleme. Ich habe einen kleinen Bruder. Ich bin selber 29 Jahre alt. Und der Junge, der ist noch jung, ja. Der ist 17 Jahre alt. Und der zieht sich, mittlerweile ist die Jugend voll auf diesen Abu Barat-Trip, ne? Die schauen sich immer so Sachen an und wie schön das und das ist. Und ihr wisst ja, diese ganzen Shisha-Moslems, ja? Ja, ja. Und der Junge, ich zeig dem auch selber die ganzen Hadithe, ja? Was der Mohammed für ein Mensch war, ja? Selbst mein Bruder, der kann das sogar schwer akzeptieren und der sieht mal gar nicht mal hin, ja. Also das Ding ist, ich hatte letztens sogar einen gehabt, so war ein 62-jähriger Mann, ein Moslem, ein Türke, und wir hatten das Thema Alkohol gehabt und da habe ich gemeint, da gibt's ein Hadith, ich habe das dem auch gezeigt, wo drin steht, wo der Prophet Mohammed sagt, ja, trinkt jemand, dann peitscht sie aus, macht das nochmal, peitscht sie wieder aus und beim dritten Mal irgendwie, dass sie die töten sollt, ja? TikTok sportlich. Ja, ja, genau. Und der hat mich nach 2 Wochen gesehen und hat mir gemeint, ich kann wegen dir nicht mehr schlafen, ne? Damals habe ich gesagt, wie kann es sein, dass Alkohol haram ist, ja? Und in einer anderen Sure, in einem anderen Vers steht, wo es im Paradies Wein in Hülle und Fülle gibt. Wo ist die Logik? Da ja, die machen dann aus diesem heiligen Ort einen unheiligen Ort, ne? Ja. Das verstehe ich nicht, ja? Das haben wir auch rausgefunden, Nabil, ne? Dass sie ein Palmenpillen jetzt bekommen. Ja, genau. Nein, das habe ich auch rausgefunden. Ich habe Herrn Muslim deswegen heute gefragt. Er hat ja gesagt, das, was hier verboten ist, auf dieser Dunja, ist dann im Paradies da in Jannah erlaubt. Da habe ich gesagt, gut, dann ist Schwulsein hier auf diese Dunja verboten. Und dann kannst du 72 Männer in Jannah haben. Gar kein Problem, wird dir alles erfüllt. Und dann muss er selber lachen, weil er gemerkt hat, dass er alles erlaubt ist. Dann habe ich gesagt, holst du dann Babyöl und Bedini dabei? Ja. Dann geht es richtig ab, ey. Ja. Ja. Also lauter Schwachsinn, was da alles steht. Ich denke eher, dass der Islam irgendwie 600 Jahre, 700 Jahre nach Christus, also nach dem Christentum kam und irgend so einen Unsinn erzählt, wo so ein Prophet kommt und dann irgendwie so einen Glaube erfindet, irgendwie so ein schizophrener Glaube, ja? Ja. Ja? Aber mein Bester, du hast jetzt erkannt, dass es dann falsch ist. Jetzt geht es um Wesentliches. Was hindert dich denn, daran, Jesus anzunehmen? Ich, wie gesagt, ich bin gerade selber ein Suchender. Ich rede, ich sag mal so, ich rede mit ihm selber zurzeit, ja, und ich sehe auch vieles, dass sich viel mehr, also mental sich auch bei mir vieles verändert hat, ja. Ich suche immer noch, aber ich will jetzt irgendwie nicht direkt ich bin ein Suchender, ich will nicht direkt irgendwas annehmen, wo ich dann unwissend bin, ja, ich will mir viel Wissen aneignen und viel, viel mehr lernen. Und wie gesagt, ich bin momentan am Lernen. Ganz einfach gesagt, ja. Und aber die meisten, wie bitte? Retter ist, glaubst du das schon? Ja, ich glaube schon. Ich glaube daran. Also glaubst du auch, dass Trinität die einzig wahre Wahrheit ist und die Bibel die einzige Autorität ist? Ja. Dann mach doch schon die Wiedergeburt. Das rettet dich. Dein Wissen kommt danach. Was hindert dich? Ich weiß selber gar nicht, wo ich anfangen soll. Du wirst morgen nicht mehr aufwachen. Dann ist das doch traurig. Ja. Dein Wissen bringt dich nicht in Paradies. Dein Glaube mit Wiedergeburt bringt dich in Paradies. Das weiß ich, ja. Dann mach das heute. Sag, Herr Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe erkannt, dass Vater, Sohn, Heiliger Geist, Trinität ein Gott ist. Ich habe erkannt, dass du ein Mensch wurdest, für mich gestorben und auferstanden bist. Und ich habe die und die und die und die Sünde gemacht. Ich nehme dein Gnadengeschenk am Kreuz Gebrauch. Ich möchte dir folgen mit ganzem Verstand, ganzer Kraft, mit ganzer Liebe. Amen. Und du bist gerettet.
Lass nicht zu, dass du heute noch schlafen gehst, ohne dein Handy anzunehmen. Du weißt ja nicht, was morgen passiert. Du musst also schlau sein. Du spielst die ganze russische Roulette. Ne? Wenn du auf einmal morgen nicht hochgehst, so wie der Bruder gesagt hat, dann war es das. Ne? Das ist Reise ohne Rückkehr. Du kommst also nicht zurück, um Buße zu tun. Und dann sagt der Jesus Christus, das Wort, das ich gesprochen habe, wird dich richten. Und der Herr nimmt sein Wort nicht zurück, du weißt ja. Wenn der Herr sagt, ich gebe dir mein Wort, dann kannst du darauf verlassen, dass er nicht wie ein normaler Dahergelaufener ist, der einfach sagt, ja, ich gebe dir mein Wort. Und dann bricht er sein Wort. Ne? Er sagt, ich kann nichts mehr für dich tun, mein Sohn. Also ich sag mal so, bis jetzt hat mich Allah immer enttäuscht. Bis jetzt. Ja, weil er auch ein Götze ist, deswegen hat er dich enttäuscht. Ja, genau. Genau. Das habe ich auch, wie du, Armin, sagst, das habe ich auch erkannt, ja. Ich denk mal, dass der liebe Gott wollte, dass ich irgendwie deine Videos sehe, weil am Anfang, ich hatte gar nichts mit Religion zu tun, ja. Ich war einfach so, wie gesagt, wie so ein ganz normal, wie jeder hier in Europa, so ein Titel-Moslem. So ein Titel-Moslem, ja. Und nach deinen Videos, am Anfang, tut mir leid, aber am Anfang habe ich selber gesagt, dass das Schwachsinn ist und. Aber danach habe ich mir wirklich mal deine Videos zu Ende geschaut und habe dann angefangen, selber zu recherchieren und die ganzen Hadithe zu lesen. Und ich war da selber schockiert, ja. Da habe ich mir selber immer gesagt, was ist das für ein Schwachsinn? Und wie man so einen Mensch verehren kann, ja. Und den besten Menschen nennen kann, oder? Ja, genau. Ja. Und der Koran bestätigt ja, dass der Jesus sündenlos ist, ja? Richtig, Suche 19, Suche 19, genau, 17. Ja. Und jetzt gibt es hier noch Jesus, was Krasses. Und ein Widerspruch in Islam, mein bester Gypsy. Allah sagt in den Hadithen, drei Hadithe, die Sahi sind, dass dass Allah keine sündenfreien Menschen haben möchte, nicht mal einen einzigen. Der wird ihn nicht mal erschaffen. Was macht er? Is hat erschaffen, sündenfrei. Also hat sich Allah widersprochen. Ja. Genau, und das warum kommt, in einem Vers sagt der Mohammed, es kam ihm nur so vor, dass der Jesus gekreuzigt wurde, und in einem Vers heißt es dann, irgendwie wird er irgendwie gut geredet. Ich meine jetzt von der Logik her, ja, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, ja, aber so wie ich das verstehe, wo ist die Logik, ja, und dann kommt 600 Jahre später eine Religion, so ein Prophet, und sagt, und dann steht im Koran, ja, Jesus, ein Sündenloser. Ein Mann, der gar keine Sünden hat. Ja. Ja? Und Mohammed unzählig. Und dass Allah das Evangelium herabgesandt hat. Warum steht sowas im Koran? Ja. Ne? Auf einer Seite verabscheut der Koran die ganzen Ungläubigen, die Kuffar und Die Kuffars, Christen und Juden. Ja, genau, Kuffars. Alles Mögliche, ja. Verabscheut die, und dann redet der irgendwie gut über Issa. Wo ist die Logik? Wegen den Kuffars. Ja, wo ist die Logik? Verstehe ich nicht. Ja, das ist einfach so ein. Keine Logik. So ein Kopf ausschalten. Ja, das ergibt gar keinen Sinn, ja? Nee. Da vieles keinen Sinn. Sehr Wie vieles. Ja, es hat schon, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ja, ich meine. Ja, natürlich. Ja, mein Bester, dann macht das heute, ja, die Wiedergeburt, macht das. Ja. Lass es nicht verzögern, bitte, macht das. Was, wäre jetzt wieder richtig gemütlich. Ich habe das Stimmungslicht noch angemacht. Ja. Okay, Gypsy. Okay. Danke, dass ihr mich hochgeholt habt. Ich wünsche euch. Den Herrn. Wir beten alle für den Beten. Wir haben heute viel Gebete, meine Lieben. Dankeschön. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ja? Gottes Segen. Ciao. Ja, sehr schön, sehr schön. Ne? Hier siehst du Reza. Zwei Suchende. Um den nächsten. Ami, wo bleibt die Kuffar-Ente? Ja, keine Ahnung. Du musst in die Geschenkeliste gehen, da siehst du Kuffar-Ente. Geschenkeliste? Der hat dich versteckt. Der hat dich versteckt in die Kuffar-Ente. Lukas.
Ja, hallo? Hallo. Also, boah, ich mache das zum ersten Mal heute. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, ich bin so circa seit einem halben Jahr also im Geiste wiedergeboren. Und also ich selber habe auch den Hintergrund, also dass ich halt katholisch aufgewachsen bin. Und so wie Pablos halt. Und nach quasi der geistigen Wiedergeburt versuche ich natürlich meine Eltern von Jesus zu überzeugen und meine Frau und halt jeden, den ich da irgendwie nur überzeugen kann. Ich rede sehr gerne über die Bibel. Ich rede fast nur noch über die Bibel. Sehr anstrengend auch, die halt nicht so im Glauben sind. Ja, jetzt habe ich heute durch Zufall halt also das halt die ganzen Gespräche mitgehört und ich finde, das passt halt enorm perfekt, weil ich hatte heute so ein Gespräch mit meinem Papa und mit meiner Mama und ja, ich sag mal so, bei Pablos ist das ja auch so mit dem katholischen Hintergrund, dass es ist halt schwer, die zu überzeugen, weil die ganzen Grundlagen in der katholischen Kirche mit den, ich sag mal, Maria-Anbetung und ich sag mal, dann kommt auch noch dazu hier mit Padre Pio und der genau, der Padre Pio, ja. Ist genau. Italiener, ja? Nein, ich persönlich, ich bin Pole, aber meine Frau ist Italienerin und waren wir halt schon auch etliche Male in Italien. Ja, Padre Pio haben die zu den größten Götzen gemacht überhaupt. Die haben denen dieselbe Stellung wie der Herr Jesus gegeben. Padre Pio hat seine Hände durchbohrt, einfach so. Der Herr, laut seiner Geschichte war es einfach so, er war in der Kirche, hat gebetet zum Herrn, sehr fromm gewesen und der Herr hat zugelassen, dass der Teufel ihn schlagen tut und sich sogar als Hund verwandelt. Und er hat dann die Hände durchbohrt angeblich dann, einfach so gehabt. Der Padre Pio. Und der war dann der größte Heilige überhaupt. Der lebende Heilige, sagt man sogar dazu. Ja, und der hat dann natürlich den Leuten dann immer gepredigt im Vatikan. Der wurde erstmal im Vatikan abgelehnt, dann wieder angenommen. Eben so war die Geschichte. Genau. Man kann sogar seinen Film anschauen. Ja, aber das ist der Wahnsinn, ne? Der Padre Pio. Und so. Ein Götz haben die gemacht. Da sagen die auch, Padre Pio, wegen dir, wegen deinem Bild sind wir nicht gestorben, ganze Haus eingetrümmert, aber wir hatten dein Bild und wir waren gerettet. Genau, genau. Also da, ja, genau. Und ich war so geschockt. Also speziell jetzt im Sommer waren wir auch in Italien und da war so eine riesige, ich weiß nicht, aus Bronze oder wie auch immer, so eine Statue. Dann ging ich da mit meiner Frau und deren Familie auch vorbei und dann habe ich hier so gesagt, guck mal bitte, ey, wie heftig das ist. Du hast so viele Maria-Statuen, so viele Padre Pio-Statuen. Dann sind wir in so einer Hafenstadt, in so einer kleinen Kirche reingegangen. Ich so, bitte lass mich einmal gucken, wie diese Kirche von innen drin aussieht. Ich war da wirklich 10 Sekunden drin. Ich bin erschrocken rausgegangen. Da sind so viele Heiligen an den Wänden, so viele verschiedene Engel und alles Mögliche und dann so ein kleines Jesuskreuz. Also das ist für mich, ich weiß nicht, also das ist einfach für mich ja, das ist leider, und also so da, ich lese sehr sehr viel aus der Bibel und durch diese geistige Wiedergeburt komme ich auch ständig an so Gedanken und auch so Themen dran. Da bin ich echt manchmal geschockt. Und zwar habe ich halt, wie gesagt, heute dieses Gespräch mit meinem Papa gehabt. Und da kommen mir solche Dinge durch den Kopf, wie jetzt zum Beispiel in der Offenbarung. Weil du hast ja vorhin auch gesagt, dass du mit der Offenbarung angefangen hast. Ja. Da geht es dann halt darum, ich sag jetzt mal, Johannes 13 müsste das ja sein, wo das Tier aus dem Meer kommt. So. Tier aus dem Meer kommt, ja. Na? Und das dann, ist ja ein Königreich gemeint, das römische Königreich, was wieder kommen wird und ein Diktator ist, der mit dem Antichrist zusammen ist. Genau. Der falsche Messias und der falsche Prophet, der den Weg ebnet für den Antichrist. Genau. Die drei unheilige Dreieinigkeit, sagt man dazu. Genau. Und jetzt, Pablos, habe ich mal eine Frage. Und zwar, ich bin so seit circa einem halben Jahr wiedergeboren. Und ziemlich am Anfang habe ich direkt diesen Gedanken gehabt,
ich konnte den nicht wirklich verstehen, warum ich diesen Gedanken habe, aber der war halt in meinem Kopf drin und der intensiviert sich immer mehr, dass diese sieben Köpfe, ob damit die Päpste gemeint sind. Nein, nein. Sieben Köpfe, da muss ich mir wieder reinlesen. Ich glaube, das sind Könige. Lesa, waren das Könige mit den sieben Köpfen? Ich habe das vergessen, muss ich mich reinlesen. Ich gebe mir mal die Bibelstelle, dann schaue ich mal rein. Also 13, also Johannes. Aber Offenbarung 13? Genau, Offenbarung 13, sorry. Ja, warte mal. Ich guck mal rein. Ja. Muss ich mich mal reinlesen? Etwas länger nicht mehr in Offenbarung gelesen. Wo andere Stellen erstmal. 13 Vers. Aber den Vers kann ich dir nicht genau sagen. Also nicht direkt und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und 10 Hörner hatte. Und seine Hörner, 10 Kronen und auf seinen Köpfen Name der Lästerung. Ja, genau. Ich muss kurz reinlesen. Warte mal bitte. Ja. Tier aus dem Meer wissen wir ja ganz klar, das ist ein Königreich schon mal gemeint. Das weiß ich schon, auch wegen des Alten Testamentes, im Buch Daniel, wo er die Träume deuten sollte. Und da wurde ja beim König gesagt, ich sei ein Tier aus dem Meer. Und dann hat er gesagt, das ist ein Reich, Königreich und so weiter, was immer dann auffällt. Weil die große, der Hauptgedanke ist, was das jetzt angeht, ist der, da steht ja, an einem der Köpfe hatte es eine tödliche Wunde. Na? So, ja. Jetzt ist mein Gedanke die ganze Zeit gewesen, weil... Also korrigier mich, ob das jetzt ein falscher Gedanke ist, aber der Gedanke war halt der, es hatte eine tödliche Wunde und sie wurde wie durch ein, ich sag jetzt das mal aus meinen Worten, ich habe jetzt direkt hier keine Bibel vor mir, sie ist wie durch ein Wunder geheilt worden und die ganze Welt war darüber erstaunt. Und wie geht das dann weiter? Kannst du das einmal kurz vorlesen? Ja, jetzt aus dem Kopf, dass du sagst, ich muss mich reinlesen mit Offenbarung, ne? Immer systematisch, Offenbarung 1 bis dann weiter und dann kann ich dir mehr was dazu sagen. Konnte ich am Anfang viel besser. Ich habe schon etwas länger nicht mehr der Offenbarung gelesen, muss ich mich komplett reinlesen. Aber auf jeden Fall sind hier aus dem Meer, ist auf jeden Fall ein Königreich jetzt noch gemeint. Weil Papus, weil der Gedanke ist mit dem am Kopf getroffen, ne? So, da komme ich nämlich zu dieser Verbindung mit Padre Pio und dem polnischen Papst. Nein. Ich kann dir jetzt schon, das weiß ich auf jeden Fall auswendig, was hier sagen kann mit der Offenbarung. Okay. Offenbarung 1 bis Offenbarung 5, ja, sind alles in diesseits geredet. Ab Offenbarung 6 ist die Zukunft, was sich noch nicht erfüllt hat und was kommen wird. Ab Offenbarung 6. Und wenn die Offenbarungen dann immer weitergehen mit den ganzen Kapiteln, ist alles Zukunft, was nicht jetzt ist. Wir leben nicht in dieser Zeit. Wir werden... Bevor die Drangsalzeit ab Offenbarung 6 fängt die siebenjährige Drangsalzeit an, was in Daniel Kapitel 11 die 70. Jahrwoche darstellt. Oder Daniel Kapitel 9 müsste das sein. Und eine Jahrwoche hat 7 Jahre. Wir sind vorentrückt. 2. Thessalonicher lesen oder beziehungsweise Offenbarung 3, Vers 10 lesen. Vor der Stunde der Versuchung sind wir entrückt. Oder Timotheus lesen. Und wir sehen dann ganz deutlich, wir sind weg. Siebenjährige Drangsalzeit entsteht. 3,5 Jahre Frieden, 3,5 Jahre pure Katastrophe, Gott lässt seinen Zorn drauf. In Israel ist die Hauptrolle, da sind 144.000 Auserwählte, die flüchten werden und zu den Herrn Jesus sich bekennen, zwei Zeugen, also zwei Propheten und sonstiges, werden jetzt da sein und werden auch predigen, die werden alle durch den Märtyrertod sterben. Israel wird komplett überrannt, Zacharja Kapitel 13 lesen, dass sie komplett zerstört werden, Israel gefühlt, zwei Drittel war das. Also mehrere Millionen, Milliarde Menschen, die sterben. Und dann sehen wir jetzt auch noch, der Antichrist hat sich breit gemacht, hat sich offenbart, den dritten Tempel hat sich als Messias ausgegeben in Israel. Der arbeitet mit dem Tier aus dem Meer zusammen. Das ist die eine Weltdiktatur. Und der falsche Prophet ist der, der den Weg ebnet für den falschen Messias. Okay. Nach der siebenjährigen Drangsalzeit kommt 1000-jährige Friedensreich. Genau. Nach der siebenjährigen Drangsalzeit kommt der Herr Jesus und besiegt den Satan und schmeißt den 1000-jährigen Gefängnis. Genau. Dann ist ein 1000-jähriges Friedensreich, wo wir beherrschen werden. Und dann nach dem 1000-jährigen Friedensreich, neue Himmel, neue Erde, alles wird neu gemacht und wir sind
Genau. Ja, die Erde ist weg. Die ist genau, weg. Genau. Alles weg. Jetzt halt nur um dieses Tier aus dem Meer und auch das Tier, was aus dem Boden kommt. Das, also was ist deiner Meinung? Ja, Königreiche gemeint mit Könige, die eine Weltdiktatur darstellen. Okay. Aber da muss ich jetzt Verse, ich muss das lesen, um das besser zu erklären. Ja, aber das kann ich jetzt schon sagen. Das, was du sagst, das war schon falsch. Ne? So, also, die Taschen mit HTP und das Königreiche, also so speziell immer unterbrochene Königreiche, immer verschiedene Königreiche, weil ich habe dann einfach so verstanden, ne, dass quasi jeder Papst quasi auch wie ein König ist, mehr oder weniger. Es ist ja, aber das ist nicht darauf bezogen. Das ist nicht darauf bezogen. Tatsächlich hat aber der Vatikan eine Riesenrolle in diesem Reich. Warum? Weil das alte Römische Reich wieder aufgestellt wird. Der Vatikan liegt auf Rom. Genau. Aber wir wissen nicht, wer der Weltdiktator ist. Wir wissen, das sind 10 Könige, die sich dann eins machen und dann zu einem Weltdiktator ergeben. Mhm. Und der also es ist ein Machtblock. Das ist noch hübsch. Der alles herrschen tut. Weil da ist ja auch nämlich diese Bestrebung der, ich sag jetzt mal, des Papstes, das habt ihr auch hundertprozentig mitgekriegt, also er hat ja jetzt in Singapur auch gesagt, dass quasi alle Wege führen zu Gott, ne? Also alle Religionen führen zu Gott irgendwie in dem Sinne. Und auch der polnische Papst hat sich ja auch schon dafür eingesetzt, quasi für so eine Art Weltreligion. Ja, genau. Ne? Das ist also so. Vielleicht. Deswegen wird sie auch Hure Babylon genannt. Genau, warum? genau. Ja. Offenbarung 17. Warum? Das ist genau, Offenbarung 17, 18. Ja, genau. Warum das Wort Babylon? Weil in Babylon eben diese Verwirrung war. Mhm. Sprachen, verschiedene Sprachen, dass die Menschen sich nicht verstehen. Und sie haben sich zusammengetan, die Menschen, um gegen Gott zu rebellieren. Ja. Deswegen haben die diesen Turm gebaut. Turm zu Babel. Das war die Rebellion der Menschen gegen Gott. Und das ist eben auch diese Kirche, die da in Rom sitzt. Sie hat dieselbe Gesinnung wie in Babylon. Die Leute. Ja, das bin ich, das finde ich nämlich auch. Also was, also das Tier, was hier sagt, das Tier aus der Erde ist der falsche Prophet dargestellt. Tier aus dem Meer ist, wie ich es gerade sagte, der Antichrist. Der Weltdiktator. Und der Nein, der Antichrist ist das Tier aus dem aus der Erde, wie der Bruder gesagt hat. Ja. Der Antichrist ist das Tier aus der Erde. Die Erde ist Israel. Ja. Und dann kommt eben das Tier aus dem Meer, wie der Bruder auch gesagt hat. Das ist der wiederauferstandene Römische Reich mit einem Diktator an der Spitze. Okay. Ja, verstehe ich. Das ist eine Diktatur, ne? Und dann entstehen wieder Machtblöcke, wie zum Beispiel jetzt G10 und so weiter. Solche. Und deswegen, die werden dann in Zukunft solche Machtblöcke entstehen und solche Königsreiche entstehen und ja, die werden dann auch Krieg führen miteinander. Und sie werden dann sogar die katholische Kirche sogar kaputt machen. Dann kommt das Gericht über die katholische Kirche. Also mit der katholischen Kirche jetzt auch so zum Beispiel mit Padre Pio, das hast du nämlich Pablo schon mal sehr, sehr gut erklärt. Ich habe mir auch jetzt mal vor ein, zwei Tagen auch mal was so durchgelesen, wie Padre Pio auch angeblich geheiratete und der polnische Papst, also Papst Johannes Paul II., da gibt es nämlich so einen Brief, da ging es um eine Frau, eine polnische Frau, die hatte 4 Kinder und die war irgendwie todkrank. Und dann hat der polnische Papst, Padre Pio, quasi gebeten, ihn darum gebeten, dass er bei Gott für sie bittet, dass sie wieder gesund wird. So, und dann hat Padre Pio gesagt, ich kann dazu nicht Nein sagen. So, und dann ist wie durch ein Wunder diese Frau geheilt worden. So, und jetzt lese ich aber, ich habe leider jetzt keine Bibel, aber ich meine im Matthäus 24, Vers 24. Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Viele, wenn er jenen Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Wundertaten verbracht, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und ich werde ihn bezeugen und sagen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir gesetzlos.
Nein, nein, das meinte ich nicht. Ich meinte den, wo er sagt, es werden, oder vielleicht habe ich mich auch komplett in falsche Messias, falsche Christus. Ja, das ist ja Messias, das ist ja dasselbe. Genau, es werden mit Wunder und Zeichen, werden ne, selbst die Auserwählten verführt werden, ne? so in der Art. Ja, und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, dann war nämlich das, dann haben die das, hat Padre Pio quasi das, oder nee, der Papst hat nämlich dann auch gesagt, durch die heilige Jungfrau, deren Gnade ist das geschehen. Verstehst du, was ich meine? Also das kann ja quasi, also Jesus hat ja quasi auch einmal, in Johannes steht das, hat auch einen Menschen von der Ferne gerettet, wo der Beamte zu ihm kam. Ja, richtig. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Und im Endeffekt ist die gleiche Geschichte jetzt mit Padre Pio auch passiert. Nur er hat es schon vorher gesagt. Er hat es nicht quasi in den Zusammenhang, dass Jesus das gemacht hat, sondern dass Maria quasi dafür verantwortlich ist. Aber das ist ja für mich ja Götzendienst. Ja, also das ist ja Schwachsinn. Wollen immer die Ehre des Herrn Jesus wegnehmen. Hast du gut erkannt. Genau. Ne? Also so quasi die wollen die Maria aufwerten und quasi Jesus. Also die Gottheit irgendwie klein machen, ne? Also ja, richtig. Das ist echt, ja. Richtig. Okay, mein Bester. Super, vielen Dank. Ich höre euch sehr gerne zu und bedanke mich für alles. Dankeschön. Ja, sie kennt dich schon, deine Familie. Gottes Segen. Danke, ciao. Genau, Tier aus der Erde ist der Antichrist, weil hier steht ja auch, Vers 13, und es tut große Zeichen, sodass er sogar Feuer von Himmel auf der Erde herabfallen lässt vor dem Menschen. Also solche Hallo, Wunder. Hallo, genau. Na? Alles klar bei euch? Genau. Gottes Segen, kannst du. Servus. Ach, du warst der Orthodoxe, ne? Genau. Genau, hast du das gestern früh noch mitverfolgt? Ich habe die Antwort gehabt gestern schon. Hast du das gehört? Nein, ich muss morgen früh arbeiten. Ich muss jeden Tag arbeiten. Aber kein Problem, dann kriegst du die Antwort jetzt. Jesaja 65, Vers 20, ne? Genau. Ja, das ist das tausendjährige Friedensreich gemeint. Das heißt, da ist ja kein Tod mehr und nichts mehr davon. Da musst du Offenbarung 22 lesen, Vers 3. Und die das Gesetz aber übertreten haben, sind sie ja zum Fluch. Ne? Weil das Gesetz übertretet, hat das Fluch. Und so wird er dann gewiss auch sterben. Und gerichtet. Ja. Das ist tausendjährige Friedensreich gemeint. Jesaja 65 musst du Vers 13 lesen. Oder Vers 11. Ach, da fängt es an. Der tausendjährige Friedensreich. Ab 11 bis 13, oder wie lang? Nein, 11 bis Ende des Verses. Komplett, also dieses Vers 20 oder bis Vers 25. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie viele Verse es nochmal hatte. Also, es war ein Fluch gegenüber wem? Das war das tausendjährige Friedensreich. Da sollte es ja kein Tod, alles Sonstiges geben. Aber die das Gesetz übertreten, die sind natürlich, also die rebellieren. Die gegenüber Gott rebellieren, die heilige Stadt, die halt da ist, wir. Und die rebellieren, die werden dann natürlich gerichtet. Okay. Und wurden zum Fluch. Die haben wieder den Fluch auf sich genommen. Ist doch gut. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch, gell? Okay, der Herr segne dich und deine Familie. Denk dran, mein Bester, Wiedergeburt ist sehr wichtig. Was sagst du? Wiedergeburt ist sehr wichtig, mein Bester. Ich höre mich um. Mach das. Such. Er segne dich. Ciao. Das ist der Mr. John Wick. Boah, ich habe mal einen Livestream gemacht. Da habe ich die komplette Offenbarung gefühlt ausgelegt, ey. Da waren wir bis, ich weiß nicht, Offenbarung 16, 17, glaube ich, angekommen. Das war noch heftig. Da war ich ja noch fit dabei. Konnte ich noch gefühlt noch alles wissen. Jetzt muss ich wieder mich neu reinlesen, ey. Schon länger nicht mehr drin gelesen. So, da keine Internetverbindung.
Ja, ich könnte das mal immer wieder machen, wieder Offenbarung aushängen. Aber da muss ich selber erstmal wieder mich komplett reinlesen bei der Offenbarung. Weil ich habe jetzt so viele andere Stellen gelesen und die Offenbarung jetzt da ein bisschen mehr vernachlässigt. Da muss ich wieder Offenbarung lesen, um wieder reinzukommen. Das geht da nicht ganz schnell, wenn man sich wieder reinliest. Gottes Segen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend, Gottes Segen. Hallo Geschwister. Hallo. Ja, hallo. Gottes Segen. Ich war schon mal hier drin. Ich bin relativ neu bekehrt. Also ich bin Christ. Ich habe mir die Videos auch von Armin angeguckt, auch von euch allen. Die Aufklärung finde ich sehr gut. Ich war schon mal hier drin, ungefähr vor 2 Monaten oder so. Und ich wollte nochmal fragen, wegen Treffen, wegen der Taufe, ob das irgendwie gehen würde, ob man sich da treffen könnte. Ja, wenn du einen Bruder, einen Herrn in deiner Nähe hast, kannst du den ja nehmen und dich taufen lassen. Ich treffe mich jetzt nicht einfach so mit den Menschen, weil ich muss bedenken, viele Menschen wollen auch meinen Kopf haben. Ja, und ich kann nicht mehr leichtsinnig handeln, genauso wie Arme oder sonstiges. Ne? Man kann einfach jetzt nicht mehr so leichtsinnig handeln. Ach so, okay. Ja, deswegen ein Bruder, einen Herrn in deiner Nähe, der kann dich ja genauso taufen. Ja, okay. Ja, das Problem ist nur, ich war auch in Kirchen hier, aber leider, wie der Reza auch gesagt hat, oder ihr sagt das ja alle, was ja auch stimmt, die sind alle unbiblisch. Frauen predigen, es gibt komische Leute, es ist sehr komisch, es ist wirklich schwierig, eine Gemeinde zu finden. Und ich vermisse irgendwie diese Gemeinschaft. Ich bin einfach allein oft mit Ungläubigen, das ist sehr anstrengend, deswegen. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst, also ich verstehe das schon. Ja, was ich dir sagen kann, ist ein Bruder in Glaube, deine Nähe, nur ein einziger. Ja, schon, in der Nähe schon. Ja, ich kenne schon kann welche, er dich aber. Taufen. Da wo Wasser ist, kann er dich taufen lassen. Okay. Ja, kann ich machen. Und du musst eventuell lernen, alleine zu sein, jetzt in dieser letzten Zeit. Ja, das stimmt, das habe ich auch gemerkt. Das ist leider traurig. Also die meisten wollen auch nichts vom Herrn Jesus wissen wollen. Also die meisten Freunde von mir, also Freunde in Anführungsstrichen, die, ja, die nervt das schon, aber ich versuche mal weiterzureden. Also wenn sie möchten, wenn sie zuhören, und das, aber es ist schwierig, sehr schwierig. Ja, wir sind in der absoluten Endzeit, ne? Es dauert nicht mehr lange und der Herr Jesus holt uns noch ab, rechtzeitig zur Entrückung. Und da musst du eben stark sein und nicht schwach werden und irgendwie Anschluss suchen, irgendwie Hauptsache irgendwas mit Kirche, mit Christentum und so, da darfst du nicht schwach werden, weil das ist die Laodicea. Und da musst du dich leider absondern, das ist die traurige Wahrheit, aber es ist so, wie es ist, ne? Wir alle gehen durch denselben Gang und der Herr Jesus wird uns noch rechtzeitig abholen. Genau. Sei stark. Ich wollte auch nochmal sagen, wegen Armin, ich weiß nicht, ob er ist, oder er ist ja drin, er hört ja zu. Danke für durch dich, dass durch deine Aufklärung damals, also mich hat das immer sehr inspiriert, wie du geredet hast vom Herrn. Also ich fand das super. Durch dich bin ich zum Glauben gekommen. Also danke nochmal. Ja, mir kommt das so vor, als hätte ich gefühlt halb Schweiz, Österreich und Deutschland zum Herrn gebracht. Das ist der Wahnsinn. Sehr schön. Das ist so. Ja, gefrieden sein. Einer der Geschwister kam sogar hier hoch und weißt du, was er gesagt hat? Nach Afrika bin ich gelandet. Er hat gesagt, irgendwo in Kenia, da haben die einfach so ein Live-Pewing gemacht. Einfach mal, die haben, ich bin live gegangen, das wusste ich gar nicht. Die haben einfach irgendwie mit dem Fernsehen drauf gemacht und alle so in Afrika sehen das und der hat das dann mal auf Englisch dann übersetzt. Ja, einfach in Afrika gelandet. Heftig. Und dann wollen die alle so katholisch dann gefühlt dann verlassen. Der Ex und den Herrn Jesus annehmen. Der Ex muss den Highlight-Kanal mir auch erzählt, sagt er, der kann ja gucken, wie Inside, selbst in Los Angeles gucken, meine Videos. Ne? So einer in Amerika, der hat mir eine Anfrage hier geschickt, ne? Ich war Hosten mit denen. Und ich dachte, das wäre ein Moslem. Und ich rede mit dem und der kann nur Englisch. Aber ich versuche mit meinen besten Englischkenntnissen, weil ich bin ja so gut dabei, ihm das zu erklären, dass er jetzt eigentlich richtig ist. Und dann war das Erstaunliche. Der war Christ und dann sagte er auch, ich schaue mir eigentlich sogar deine Videos die ganze Zeit an. Ja. Da dachte ich mir, oh krass. Ja. Halleluja. So weit gehen wir viral, ey. Ja, TikTok Sport, ich mein Bester. Liegt dir noch was auf den Herzen? Nein, eigentlich nicht. Ich finde es nur gut, wie ihr das macht, dass ihr auf allen Ebenen Reza mit der Aufklärung, was hier auf der Welt losgeht, Armin mit Islam, du auch mit, also mit dem Herrn Jesus, dass ihr alle so, also ihr macht das schon sehr gut. Ich bin sehr froh, dass es euch gibt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch eigentlich. Ja. Wir dir auch. Dankeschön für deine Worte. Das gibt auch wieder Kraft und Mut weiterzumachen. Ne? Danke, danke. Gott segne dich und deine Familie. Euch auch, Amen. Danke. Amen, Amen, danke.
Also einer schreibt, woher wisst ihr, dass ihr in der Endzeit seid? Matthäus 24. Ja, Matthäus 24 und verlesen. Matthäus 24 eben ist die Endzeitrede des Herrn Jesus Christus, aber trotzdem hat es auch einen gewissen Anteil an christliche Geschichte, nämlich die Anfangsphase betrifft eben Israel und verschiedene Antichristen, die auftreten und Israel verführen etc. Aber dann die letzte Phase von Matthäus 24 betrifft Israel in der Endzeit. Und da ist die Gemeinde schon längst weg. Ne? Wenn der Herr Jesus sagt, wenn ihr das seht, wovon der Prophet Daniel spricht, an heiligem Ort, diesen Gräuel, ja, oder was der Antichrist tut, nämlich auf dem Tempelplatz dann einen Götzen aufstellen. Wenn ihr das seht, der beachte es und dann soll derjenige nicht in sein Haus gehen und so weiter, seine Sachen holen, sondern sofort eben das Land verlassen, nach Moab fliehen. Moab ist Jordanien. Die Gläubigen. Ja. Bitte? Moab ist Jordanien, ne? Genau, nach Jordanien, genau. Rüber nach Jordanien und die Jordanier werden dann 3,5 Jahre diese Flüchtlinge aufnehmen, ne? Und dann sagt er, dann wird eine große Drangsal sein, wie es noch nie in der Geschichte war, der Menschheit. Und es wird so schlimm werden, eine Nation wird gegen eine andere Nation aufstehen, also Weltkrieg. Und dann sagt der Herr, wenn mein Zurückkommen sich verzögern würde, dann wird kein Mensch überleben. Das heißt also atomarer, kompletter Vernichtungsschlag gegen die ganze Welt. Und der Herr wird das rechtzeitig aber durch sein Zurückkommen eben aufhalten und beenden. Das ist der prophetische Laufplan von Matthäus 24. Ja, genau. Der Herr nimmt jeden an, wenn er wahrhaftig zu ihm kommt und sagt, Herr, hier bin ich, nimm mich bitte mit ganzer Seele, ganzem Herzen. Ich lasse alles hinter mich. Ich will nur mit dir sein. Dann nimmt er dich an. Ja, du musst rauskommen aus deinem Personal Jesus, ne? Du darfst nicht dein eigener Jesus sein, ne? Will er sagen. Ja, genau. Du brauchst Jesus, nicht du musst dein eigener Jesus sein. Das versucht der Satan dir einzureden, ne? Ja. Genau. Du darfst nicht dein eigener Herr sein, sondern du musst die Herrschaft über dein Leben, über dein Herz und so musst du deinem Ehemann geben. Du hast dann ab dem Zeitpunkt einen Ehemann und der hat die Führung über dich, so wie bei hier auf der Erde auch. Ne? Frau übergibt die Führung dem Mann, wenn sie Ja sagt zu ihm. Das war's dann mit Eigenkontrolle. Sie gehört dann ihrem Ehemann und der Ehemann natürlich gehört auch seiner Ehefrau. Aber trotzdem, die Führung ist dann dem Mann gegeben. Ja. Ja. Und wie kommt dieser elende Müllhaufen? Besser, der kommt frisch von Jibril. Der hat dort richtige Training bekommen. Im Trainingslager von Jibril, dem Burger. Der Burger King. Burger King! Der Burger King. Macht mal alle jetzt die Thronsatzkarriere jetzt voll. Alle hat gestern. Bitte. Ja, er hat gestern eigentlich gute Dinge. Er hat nur kurz gepustet und leise auch einmal, nur ein, zwei Mal. Er hat auch geantwortet mit Pusten. Ja und nein. Ja, war ein Mal Pusten, zweimal heißt nein. Und dann hat er mit uns so geredet. Ja, genau. Es entstand wirklich ein Gespräch. Ja. Zwischen dem Bläser und uns. Abu-Pusterei, das ist er. Bläser. Zwischen Bläser und uns. Hallihallo. Zwiebelbad, bitte. Ich war ja vorhin schon einmal kurz bei euch. Und dann war der junge AfD-Wähler da. Und ich wollte, wenn ich darf, einfach einmal ganz kurz meine Geschichte erzählen. Weil er ja so viel Zweifel hatte und nicht wusste, wie er das anstellen soll und wie er Jesus finden kann. Und genauso wie ihr das erklärt habt, lief das bei mir. Ich habe angefangen, mich mit der ganzen Materie zu beschäftigen und ich habe noch nicht mal viel in der Bibel gelesen oder generell mich mit anderen Gläubigen ausgetauscht. Ich habe eure Videos geguckt, ich habe mich für das Ganze einfach nur interessiert und ich habe einfach das als so wunderschön erachtet, was ihr mir erzählt habe, dass ich angefangen habe, mich nur mit der Materie zu befassen. Und ich habe einfach nur ab und zu darum gebeten,
geleitet zu werden. Ich habe nur danach gefragt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich habe nur darum gebeten, dass ich nicht unbedingt ein Zeichen bekomme, aber dass mir geholfen wird, den Weg zu finden. Und eines Abends, ich stand auf dem Balkon bei einer Freundin von mir und drinnen war wieder irgendein furchtbarer Streit, weil das Kind nicht so wollte, wie sie wollte. Und ich stand auf dem Balkon und ich habe wieder einfach nur in der Stille mit Herrn Jesus gesprochen. Und auf einmal war es, bitte halte mich nicht für verrückt, aber als würde er hinter mir stehen und seine Hand auf meine Schulter legen. Und in diesem Moment ist mein Herz förmlich explodiert. Ich war auf einfach einmal wie erfüllt. Ich klinge vielleicht ein bisschen komisch, aber genau so hat sich das halt angefühlt. Und ich glaube, so wie der junge Mann das da vorhin gefragt hatte, dass er gerne Zeichen sehen möchte und so, ich glaube, man darf nicht erwarten, dass da jemand kommt und ein Schild hochhält, weil man soll glauben und nicht wissen. Weil wenn Gott kommen würde oder Herr Jesus kommen würde und vor allem sich hinstellt und sagt, ich bin der Weg, du musst jetzt machen, was ich sage, dann würde man nicht glauben, sondern dann würde man einfach wissen. Und das ist nicht das, worum es geht. Und ich glaube, wenn man einfach nur darum bittet, Hilfe zu bekommen, ihn zu finden, dann passiert es. Es hat nämlich bei mir genauso funktioniert. Es sind einfach nur ganz schlichte Gespräche gewesen, die ich geführt habe. Auch wenn ich mir am Anfang echt ein bisschen komisch vorkam, wie so ein Typ, der irgendwo neben seinem Bett sitzt und mit sich selbst spricht. Aber genau so hat es halt einfach funktioniert. Es war ein Augenblick und auf einmal war mein ganzes Herz vom Glauben erfüllt. Und es gibt für mich jetzt einfach keinen Zweifel mehr. Ja, wundervoll. Darum, so wie du das beschrieben hast, ich weiß ja nicht, ob der junge Mann von vorhin jetzt noch hier ist und zuhört, aber es funktioniert so. Man muss es einfach zulassen und man darf nicht, wenn man danach fragt, gleichzeitig zweifeln, glaube ich. Man muss sich darauf einlassen und dann kommt das alles einfach komplett von alleine und das ist unglaublich wundervoll. Ja, mehr wollte ich gar nicht erzählen. Ja. Der Herr Segen. Oh, ja, Gottes Segen, Dadasch. Bruder Pavlos, ich hab dir was auf WhatsApp geschrieben, kannst du kurz dann lesen? Ich geh wieder runter, ja? Chodafes, Ara, Chodafes. Chodafes, Ara. Mann, Dadasch, er soll rausgehen, warum macht er das? Ja? Was? Ich hab seine Nachricht gelesen. Der soll da rausgehen, der soll nicht da reingehen bei diesem. Er ist recht, wenn er keine Ahnung hat. Das ist nicht gut, was er macht. Geht um einen Bruder, Reza, der sich in eine Debatte eingelassen hatte, wo er selber jetzt nicht den brennendsten Wissen hat. Ja. Und jetzt braucht er Hilfe. Ja. Nein, das muss er da selber durch, egal wer das ist. Wer sowas macht und einen auf so Dings spielt, der muss dann da durch. Oh, warum macht er? Der schenkt auch Zuschauer damit. So was soll er das ja nicht machen. Wir sollen ja nicht bei diesen Leuten doch hochkommen, weil es keinen Sinn hat. Gerade diese Leute, die nur immer das Deutsch können, an den Fingernägel lackiert, der hat doch gar keinen Sinn. Die wohnen doch schon alle, bis das sind doch nicht mehr ernstzunehmende Menschen. Wir warten doch genau auf sowas, dass so einer hochgeht. Wenn ich hören will, der muss. Der muss. Ja, aber es ist immer wieder auf den Herrn Jesus. Der muss pusten. Es geht nicht anders. Ich mache mir gerade richtige vegane Raps. Soll ich dir eine vorbeibringen, Lisa? Bitte, ja, sofort, komm her. Das ist so, wenn du das siehst, also du stirbst. Guck dir das an mit Salat. Gottes Segen an euch. Gottes Segen. Der Ex-Muslim macht veganen Rap. Der rappt also vegan. Ein Veggie-Rap. Welche Rapper? Ich wollte was erzählen, was mir passiert ist vor einer Woche. Ich habe mit dem Gott, ich rede mit Gott jeden Abend, jeden Morgen rede ich mit dem Gott. Und wir haben ein Problem mit den Nachbarn schon jahrelang. Ich konnte ihm das nicht verzeihen, weil er meine Mutter terrorisiert hat und so weiter. Und dann eines Nachtes, also über Nacht, bin ich eingeschlafen, habe ich nachts eine Stimme gehört, der Nachbar ist gestorben. Oh.
Da bin ich aufgewacht. Bin ich aufgewacht, war ich durchgeschwitzt. Achso, das war ein Traum. Das war ein Traum. Und dann habe danach habe ich gesagt, ich habe ihn auch, bevor ich angefangen habe, bevor ich eingeschlafen bin, habe ich gesagt, ich verzeih dir. Ich habe zum Gott gesagt, ich habe zum Herrn Jesus gesagt, ich verzeih dir, Nachbar, was du alles meiner Mutter Böses angetan hast. Die jahrelang hast du terrorisiert und so weiter. Eine Invaliden hast du kaputt gemacht und so weiter. Die haben die angezeigt und so weiter. Und da habe ich gesagt, ich verzeih dir. Und dann kam mir der Herr Jesus im Traum, hat gesagt, er ist gestorben. Ich wusste gar nicht, am nächsten Tag ist der war der tot. Also der ist gestorben, ich habe es gesehen. Seine Söhne sind gekommen, alle sind gekommen und haben ihn dann mitgenommen und so weiter. Also das war heftig. Das war so ein Zeichen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so ein Zeichen bekomme. Und ich hab eine komplette Gänsehaut gehabt. Das ist. Also es gibt den Herrn Jesus. Man muss Zeit mitnehmen, mitbringen, man muss mit ihm reden, man muss beten, man muss lebendig mit ihm einen Dialog führen und so weiter. Und er wird sich irgendwann mal offenbaren. Nicht jetzt sofort, aber ist eine Frage der Zeit. Ja, sehr schön. Ja. Okay, dann Gottes Segen. Das wollte ich nur sagen. Amen. Okay. Amen. Gott gegen euch alle. Dadasch, sind die alle bei David drin, ne? Ja, Bruder, bitte gib also mal da. Also dieser Hamdi ist bei David? Ja, bitte. Also die sind nicht bei denen, also die sind bei denen reingegangen? Ja, Hamdi ist bei dem reingegangen, Bruder. Ach so, okay, das ist schon mal besser, ja. Ja, Ami, ich werde jetzt ein Livestream beenden, ich werde dir helfen jetzt, die Brüder. Ich will die ja nicht allein lassen. Na? Das ist total chaotisch, da mit dem Hamdi kennst du doch, das wird nur Geschreie sein. Ich weiß, aber... Ja, kannst du machen, das ist kein Problem. Aber ich habe auch schon den Geschwistern gesagt, wenn ihr nicht so viel Erfahrung habt, nimmt die doch nicht hoch. Das ist so eine Sache, wisst ihr? Ah nee, der hat sein Livestream beendet. Nee, der ist noch live. Nein, bei mir steht es weg. Nee, er ist noch live. Bei mir steht er ist weg, der hat kein Live mehr. Der hatte gerade gehabt und jetzt nicht mehr. Freunde 0 steht da. Doch, da ist live, der das. Hey, bei mir steht drin, der ist nicht mehr live. Krass. Gerade stand das ich jetzt. Ich bin ja noch mit dem anderen Handy noch drin, deswegen. So. Also wie du willst, Bruder. Also ich würde ja hochgehen, Bruder, aber ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, dass ich jetzt zum Beispiel gegen einen Liebe zum Hadith oder Hamdi jetzt debattieren könnte, weißt du? Nach Liebe zum Hadith ist auch klar. Nee, ich meine ja nur allgemein, weißt du? So. Da muss man um diese Uhrzeit noch die Nerven haben. So, dieser Hamdi, das Problem ist, wenn er das Gespräch führen könnte, der Typ, der schreit einfach, drauf los, weicht vom Thema weg und sagt immer, lass mich aus. Nicht zu vergessen. Und jeder ausreden ist. Unfassbar. Jedes zweite okay, Bruder, ich gehe runter, ja? Dann Gottes Segen. Ja, sag, oder warte mal, sag ihn, er soll dann hier reinkommen, da haben die. Dann soll er hier reinkommen. Wenn der unbedingt reden will. Ja, hier wird er ja gegrillt, das ist das ja. Warte, ja, jetzt nicht, David. Dadasch, komm mal wieder hier rein, Dadasch. Sag mal, die sollen mir hierhin alle kommen. Ich lade ihn gerne ein. Hab ich ja nicht blockiert, der kann ja gerne kommen. Wo ist der? Warte mal. Boah, ist der Dadasch jetzt weg? Mein Bruder hat ihn nur gesagt. Vom Hamdi zu Hansi. Warte mal. Weil er will ja nicht weiter. Ach, Hamdi ist weg, schreibt jetzt jemand. Ja, okay, dann ist er weg. Alles klar. Dann hätte ich den jetzt da. Aber merkst du, wie sneaky die sind, ne? Die gehen immer dahin, wo es so ein bisschen, wo die keine Probleme bekommen. Merkst du? Also? Ja. Absolut. Richtig sneaky. Ja. Ich dachte aber, die Geschwister sind bei denen reingegangen. Das sollen die nicht machen. Okay, die sind jetzt bei denen reingegangen. Also, die haben selber was zu ihnen gemacht, der David, und dann sind die bei denen alle hochgekommen. Das ist ein bisschen was anderes. Aber trotzdem, ich würde nicht hochlassen, wenn man nicht so viel jetzt in der Thematik bereit, also dabei ist, weißt du? Also das ist dann schwer, dann stellt er eine Frage, man kennt die Antwort nicht und dann denken alle, das ist ein Widerspruch, wo es kein Widerspruch ist.
Ja. Aber egal, die ist jetzt sowieso raus. Können wir jetzt weitermachen. Ladekappel. Ja, Gottes Segen. Ja, wir machen viel Spaß. Wir müssen aber jetzt in der Dizio von Golo. Hallo, hallo. Ciao. Ciao, bello. Ciao, bello. Guten Post. Come stai? Bene. Guten Post. Tutta post, müsste man sagen. Ma che fa, oh, ma che fa? Ma che fa, ma che fa? Redet ihr nicht mehr? Sie hören Careless Whisper von Michael Jordan. Wie heißt der? Michael Jackson, Michael Jordan, wie heißt der Sänger? Michael. Jesus ist Liebe, Jesus ist Liebe, bitte. Oder nicht? Sie hören gerade hier romantische Musik, habe ich gerade gehört. Von Michael Jordan, Careless Whisper. Careless Whisper, das ist das berühmteste Lied überhaupt, ne? Careless Whisper, oh, I did. And I'm a darling light, I'm a London light, every time I'm man, you know, never lie. And I'm a darling light again, it is the light, it's the light, and I'm a darling light, and I'm a darling light, and I'm a darling light. Wie romantisch, ne? Oh, ich, wenn ich sehe. Ich schau mal. Furchterregend. Wie kannst du da sagen, das ist furchtbar? Das war wie eine Nachtigall. Da schmilzt jede Frau dahin, wenn sie ja. Dir so ein Gesang von mir hört. Ja, Wahnsinn, du bist wirklich edel. Lisa, das war ein edler Move, Lisa. Das war edle Ohren. Das war der Schiss, der Schiss. Kennt ihr diese Show, der Schiss, der Schiss? Ich bin richtig neidisch, Reza, neidisch. I never gonna hurt again. Never lonely. Unfassbar, ey. Wenn jemand hier, pass auf im Chat, ihr Lieben, wenn jemand gegen meine Stimme jetzt was sagt, sofort auf Friedrich Glocken. Das hört sich an wie dein Klingelton, Lisa. Kennst du deinen Klingelton, ne? Das hört sich an wie diese Frau vom Klingelton von dir. Jetzt, guck mal, der Nächste wieder drin ist. Das ist die beste Sängerin aller Zeiten. Lisa, möchtest du jetzt einen Rap? Ja, rap mal was vor. Ein Protein-Rap, Lisa. Heftig. Ein Protein-Rap. Mach mal, rap mal proteinmäßig an mir. Boah, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Nur am Essen. Ob der Dennis oder der Ex. Ex gonna give it to you. The voice of Talahon. Talahoni. Nicht the voice of Germany, the voice of Talahonien. Resabi, lass mal die letzten Talahon Worte sagen, dann gehe ich jetzt langsam auch auf hier. Ach so, willst du aufgehen? Ja, das ist jetzt langsam. Ich muss ja morgen arbeiten. Ich habe bald. Was nennst du Arbeit, was du da tust, diese Telefoniererei? Ja, das ist ja keine Ahnung. Wieder Urlaub, aber ich kann ja kurz gucken, was da abgeht, weil jetzt ist Abu Calcium da dort. Würde ich mir jetzt ein bisschen angucken. Abu Calcium? Abu Calcium. Abu Calcium. Der ist der Schlimmste. Der ist der Allerschlimmste. Der kannst du gar nicht mit dem reden. Der ist ja nur am Schreien. Der ist ja nur am Schreien. Der ist geboren, um zu schreien. Wenn du ein Mann bist. Ja, stimmt. Er sagt immer, wenn du ein Mann bist. Wenn du ein Mann bist. Lass mich aussehen. Wenn du ein Mann liebst, dann komm, debattiere. Unfassbar. Alle beiden. Nein, gerne. Wie heißt der David? Richtig. Schreib mal seinen Namen alle in den Chat rein, damit die alle wissen, wo die hingehen können. Der da, warte, ich guck mal. David C092. David C092. Da ist es gerade. Da könnt ihr euch das alle anschauen. So, ich mache jetzt langsam aus, Bruder Risse, ja? Mach mal letzte Worte, bitte.
Ihr Lieben, sucht Gott bitte, solange ihr noch lebt, habt ihr die Chance, Gott zu suchen und auch, er wird sich auch finden lassen von euch. Vertraut mir einfach. Gott liebt euch und er wartet nur sehnsüchtig darauf, dass ihr den ersten Schritt macht, weil er will sich euch nicht aufzwingen. Er braucht euren freien Willen, dass ihr den ersten Schritt macht zur Suche und dann wird er sich euch offenbaren. Amen. Gott segne euch alle, ihr Lieben. Amen. Gottes Segen. Gottes Segen. Alle bei David 09, nee, David C092 reingehen. Da ist, ich gehe da glaube ich auch kurz einmal rein, da wird ihr es eh sehen. Gottes Segen. Gottes Segen.